gefallen sind. Und wie wir das Problem der Sünde ja, beheben können. Und zwar, wir können es nicht. Ganz einfach, wir sind zu schwach. Wir sind Menschen, wir sündigen. Und dafür wurde Gott Mensch. Er hat am Kreuz bezahlt für jeden Menschen. Und es liegt jetzt an den Menschen, sich für diese Wahrheit zu entscheiden und den Herrn Jesus Christus im Glauben anzunehmen, an ihn zu glauben. Ja. Und nur sein Blut, steht in der Bibel, kann ewiges Leben geben. Das heißt, wenn wir an sein Blut glauben, wahrhaftig glauben, wirklich glauben, von ganzem Herzen und unser Leben verändern, das heißt wirklich Buße tun und das muss gepredigt werden. Nicht nur einfach ein Evangelium, sondern ein Bußevangelium. Das heißt, wir müssen umkehren von unserem alten Leben. Bruder, und was sehr wichtig ist für alle, wo jetzt zuhören, die Amen. Aufgabe eines Christen, jeder Christ, seine Aufgabe ist, dass die Botschaft Christi zu verbreiten. Ja? Das heißt, alle Christen haben die Aufgabe, immer über Jesus quasi die Botschaft zu verbreiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es kein Wenn oder Aber, das ist unsere Aufgabe. Bruder, das ist, Genau. das sollte eigentlich unser Hauptziel sein, weil ich finde auch, Richtig. man missioniert ja auch, wenn man schon einfach ein gutes Vorbild ist. Wenn du dein Richtig. Leben veränderst, wenn die Leute in deinem Umfeld sehen, boah, plötzlich ist der ganz anders geworden, dann fragen sie, ey, wie kommt das eigentlich? Dann sagst du, ja, ich habe mich halt dem bekehrt, ne? Dann merken die Leute so, was ist denn los? So, alle, die sich bekehren, werden ja plötzlich positiv, verändern was in ihrem Leben, fangen was an, brechen wieder was ab, aber sind wenigstens ehrlich und sowas. Also wenn sie halt sehen, dass wir gute Vorbilder sind für sie, dann interessieren sie sich auch, wie das dazu gekommen Natürlich. ist. Und ich selber merke das ja auch an meinem Papa, der hat mich ja auch so gefragt, so, kommt das plötzlich, dass du so ehrlich bist und so nicht zu mir so, und der weiß es ja immer noch nicht, aber trotzdem halt eben so hat er das schon eine Veränderung gemerkt, und da merkt man halt eben, dass der Herr auch schon auf dieser Welt wirkt. Das ist Oder nicht nur allein für das schon Leben. privat, sage ich auch, oder auch privat kann ich nur sagen, das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, also über Jesus zu sprechen, über die Bibel, ne? Also, weil es kommt immer wieder Fragen, sogar über den Islam. Also es gibt Christen, wo dann quasi mich fragen, hey Bruder, wie sieht's aus mit, im Islam steht so und so, im Christen steht so und so. Dann, es gibt manche, die sind fit, ja, quasi über beide Glaubensrichtungen. Manche sind leider nicht so fit, müssten die auch gar nicht. Wichtig ist für uns Christen, ist wichtig eine Sache, die Bibel. Die Bibel ist erstmal das Wichtigste, was es gibt, ja. Für andere Leute, wie zum Beispiel wie Harut oder mir oder andere, wo quasi sich auch spezialisiert haben, auch auf die andere Seite quasi, ja, weil wir eher so debattieren, ist natürlich die andere Seite auch sehr, sehr wichtig, weil man dann quasi schauen kann, wie antichristlich ist diese Richtung eigentlich. Ja, weil sie ist extrem antichristlich, Bruder. Sehr, sehr antichristlich. Also kompletter Gegenteil. Weil die sagen doch immer, gerne dieser Spruch wie heute, wo ich mit dem einen Islam gesprochen habe, musste immer der Islam, keine Ahnung, wie der ist. Ja, aber Juden so und so, aber Juden so. Guck mal, du kennst die Schrift gar nicht. Ich habe ihn mehrmals versucht zu erklären über das Gotteskonzept, ja. Ja, echt. Wer ist der? Bruder, ich habe wirklich, wirklich, ich bin ruhig geblieben, sachlich, ich habe langsam gemacht, wirklich so verständlich, dass sogar ein Kind im Prinzip, ja, sogar ein Kind, ein Jahel, sogar verstehen müsste, ja. Weil ich habe ihn wirklich nicht, habe ich kompliziert erzählt, Leute? Sag mal ehrlich. Auf gar keinen Fall. Das war sehr, Nee, ja. jetzt, Harut, ehrlich, habe ich kompliziert erzählt oder habe ich wirklich Nein. langsam, sachlich und einfach erzählt? Wirklich in eigenen Worten, so dass es jeder versteht. Weil, Bruder, manchmal denke ich, ich rede wahrscheinlich zu, vielleicht zu bürokratisch, vielleicht be so Begriffe, die nicht jeder versteht. Deswegen versuche ich es immer ganz einfach zu erzählen, ganz Richtig. einfachen Worte, so dass es jeder versteht. Nicht, dass er sagt, oh, dieser Begriff kenne ich gar nicht, was meint er damit? Verstehst du? Oder das war sehr, sehr sachlich. Vor allen Dingen war das auch immer mitgegangen. Und jetzt pass auf, ich weiß nicht, ob du später drin warst. Da war einer drin, der hieß Eden. Ja, ich weiß, wer das ist. Aber ich war, glaube ich, nicht mehr drin, nein, aber ich weiß, So, wer. und dieser Eden hat extrem, haben die nachgemacht. Und Oh Gott, peinlich, ja. wir sind dann bei dem Hadith von Sahih Muslim Nummer 2789 gelandet, wo die Schöpfungsgeschichte mit 7 Tagen angegeben wird und der Anfangstag Samstag ist. Ne? Und weißt du, was passiert ist? Er war so schockiert, dass das 7 Tage sind,
dass wir viermal, ich habe viermal vor der Kamera mit meinen eigenen Händen die Tage gezählt. Heftig. Er wusste Und haben Sie nicht mehr, was verstanden? er sagen wollte. Guck mal, er sagte sogar einfach am Donnerstag, er sagte einfach, ah, siehst du doch, am Donnerstag hat doch Allah die Tiere gemacht, das gehört doch auch zur Schöpfung. Sag ich, was erzählst du da gerade? Ja, natürlich gehören die Tiere am Donnerstag zu der Schöpfung, aber am Freitag erst war die Schöpfung zu Ende. Das ist der siebte Tag. Und in Sure 25 steht geschrieben, in Vers 59, dass es 6 Tage sind. Er war so schockiert. Bruder, ich glaube sogar, ich habe sogar Guck mal, vielleicht noch einen einen Moment, Verdacht. Ich glaube sogar, die haben Angst, dir recht zu geben, Bruder. Ja, Adler, sag, Bruder, sag. das ist ein Sahihi, das ist jemand, der nach den Ja. Hadithen geht, und das ist dann automatisch eine Hure, weil sie hat dann 4 Ehemänner. Das ist so, beides ist für mich Hurerei. Ob du jetzt 4 Frauen hast oder ob jetzt eine Frau 4 Männer hat, beides ist Hurerei. Bruder, So. das mit den 4 Frauen habe ich doch auch schon so genug erklärt. Es ist moralisch, ja, und unlogisch, wie ein Gott dir was quasi erlaubt, was aber keinen Sinn ergibt. Wie kann der Gott sagen, also Allah in dem Sinn, er sagt dir, wenn du alle 4 gleich behandeln kannst und gerecht, dann okay. Wie willst du 4 Frauen, 4, nicht eine oder zwei, 4 Frauen, wie willst du die gleichberechtigen? Wie? Gleich behandeln. Alle gerecht, alle 4 gleich. Alle 4 gleich. Einen Moment bitte, Orange. Die Leute schreiben dann immer, wie viele Frauen hatte Abraham? Erstens bist du Abraham und zweitens ist Abraham jetzt nach unserer Sunna so, dass wir das heute dann noch praktizieren dürfen. Also das ist ja absoluter Schwachsinn. Das sind immer so Sachen aus dem Kontext, ohne Beachtung quasi, was passiert Oder ist. Salomon. Unglaublich ist das. Bruder, das Problem ist, immer wenn die mit Salomon Abraham kommen, wieso schweift ihr vom Thema und kommt direkt auf die Bibel? Wieso könnt ihr euch nicht verteidigen? Das Bruder, ist unglaublich. Sie vergleichen ihr mickriges menschliches Dasein, vergleichen sie mit Propheten. Das ist unfassbar. vor allem, Ich sage dir dass noch du ein jetzt, Beispiel. Ja, Bruder, sag. vor allem, dass die sagen ja auch die Kreuzzüge, dann sage ich immer, ey, vergleich doch Mohammed mit Jesus. Was für Kreuzzüge? Was kommst du mit katholischer Kirche? Ich so, wenn Jesus da gewesen wäre, der hätte die katholische Kirche, der hätte die rausgepeitscht aus ihrem, ich will jetzt nicht beleidigt werden, aber das ist dann nicht verständlich, weißt du, dann sagen die auch immer, Gott, das kann Gott nicht, wie kann nicht? Wie kann nicht? Er kann nicht wiedergeboren werden, gebärt nicht. Solche Geschichten zum Beispiel. Eine ganz einfache Erklärung: Es gibt mehr Frauen als Männer, wenn alle Männer eine Frau hätten. Also sagst du mir jetzt, dass es 3,5 Milliarden Männer gibt und dann vielleicht so 4 Milliarden Frauen. Und das heißt jetzt, wenn jeder Mann sich 4 Frauen nehmen würde, dann hätten wir ja unfassbar viele Menschen auf dieser Erde, was absolut nicht zusammenpasst. Diese Rechnung macht keinen Sinn, Bilal. Bitte fang an, vorher zu rechnen, bevor du hier was schreibst. Stell dir mal vor, ich würde den Muslimen in dem Fall einfach mal mitgehen und sagen, immer wenn sie sagen, wenn man mehr als eine Frau hat, beispielsweise, ne, was ja Ja. verboten ist, aber im Islam sind ja 4 erlaubt. Und die kommen dann immer, guck mal, Salomo, dann stell dir vor, ich würde zu denen sagen, ich würde mein Leben so ändern und sagen, guck mal, boah, krass. Und dann würden die Muslime sagen, ey, krass. Und ich sage zu denen, ja, ich darf 700 Frauen haben, hat Salomo mir beigebracht. Ja, stell dir mal vor, genau. So, das ist das ja. Die Bruder haben. Salomon ist doch nicht unser Erretter. Bruder Salomon ist doch nicht unser Gott oder unser Erretter. Das ist, ich verstehe nicht, wie die jedes Mal auf sowas kommen. Oder Lut ist nicht mein Prophet bei uns. Genau. Die kommen mit so komischen Beispielen manchmal, wo ich mir denke, was Was das redet ist, das ist ihr? verallgemeinern. Das nimmt man verallgemeinern. Ich verstehe das nicht, Bruder. Wirklich, die haben manchmal so komische Fragen. Aber Aufzusuchen. einerseits, Leute, nimmt es ihr nicht übel. Ich sag euch warum. Harut hat, wie gesagt, vorhin was sehr Schönes gesagt. Es wird ihnen so beigebracht, von klein auf. Deswegen haben alle dieselben Argumente. Das kommt nicht von irgendwo, sondern es kommt von den Moscheen und es kommt von zu Hause. Diese Propaganda, die wachsen so auf. Die können nichts dafür. Deswegen haben komischerweise, egal ob in Frankreich, in Dänemark, in ihren eigenen Ländern, in Amerika, egal wo es Muslime auf dieser Welt gibt, habt ihr nicht gemerkt, auch wenn ihr in YouTube-Videos schaut, immer dieselben Argumente. Immer und immer und immer wieder dieselben bescheuerten, unlogischen Argumente, ja, wo ich mir manchmal denke, ah,
Ihr schaut euch immer diese Videos an und das speichert ihr, also glaubt ihr auch daran, aber machen immer einen auf tolerant und lieb, aber sobald du sie in die Ecke treibst, ja, du glaubst an drei Götter, ja, habt euch Rebecca 3 Jahre, wo du denkst, ah, warte mal, das war doch gerade eben dieser tolerante und liebe und nette, plötzlich kommt sein wahres Gesicht und das habe ich sehr oft gemerkt. Das heißt, im wahren Leben, Bruder, die schauen solche Videos an, zeigen die immer dann, nein, ich bin nicht so, ich bin sehr tolerant, ich bin sehr liberal, aber wenn du ihn in die Ecke treibst, Bruder, dann kommt plötzlich Rebecca 3 Jahre. Das so und so. Warum Salomo und so, Abraham so? Eure Bibel ist doch so und so gefälscht. Hä? Und dann wird dir bewusst, ah, okay. Die schauen sich diese ganzen Propaganda schon an und speichern sich das und behalten es quasi für sich, falls der Tag kommt Genau. und jemand quasi hat sie in die Ecke getrieben und denken sich, jetzt kann ich mich verteidigen. Nein, nein, nein. Deswegen sind die doch auch immer in den Hamlet-Streams. Da haben die Macht der 24-7-Bibelstunde, so weißt du. Und die Leute nehmen dann da was auf, kommen bei uns in die Streams, werfen dieses Argument rein, dann fragen wir, ja, wo steht das denn? Erstens haben sie keine Antwort. Dann fragen wir zweitens, in welchem Kontext wurde das denn zum Beispiel geschrieben? Haben sie auch keine Antwort drauf. In welchem Buch steht das geschrieben, wissen sie auch nicht. Also das ist eine absolute Folge. Wann wurde es geschrieben? Ist das im Alten oder Neuen Testament? Sie Richtig. haben keinen Plan davon. Sie fassen einfach nur alles auf, wie so ein Schwamm mit ganz vielen, ja, Rissen und dann läuft es auch wieder bei ihnen raus. Also wir quetschen dann dieses Wissen quasi aus ihren Köpfen wieder heraus. Weil die Richtig. keinen Plan haben. Warte mal ganz kurz. Einer schreibt, ganz kurz. Einer schreibt, oh mein Gott, ihr könnt noch nicht mal eure Religion beweisen. Amo, kannst du bitte kurz hochkommen? Komm mal Komm hoch, mal kurz komm hoch. mal hoch. Komm Ich mal zeige hoch dir die kurz, Amo. historischen Weil du Kontexte bist von ein der ganz Bibel. spezieller Kandidat. Ich möchte Ja. genau mit dir reden. Ich Genau mit dir, Amo. Komm bitte mal hoch. Komm bitte hoch. Ich weiß nicht, möchte mit Amo jetzt reden. Komm mal bitte hoch und verteidige mal deinen Glauben. Komm. ihm Komm mal fehlen hoch. leider noch 992 Abonnenten. Genau, weil wenn er so cool ist, dann möchte ich, dass er jetzt sofort hochkommt und verteidige deinen Glauben, Amo. Aber leider kann er nicht hochkommen, also müssen wir 6 Jahre warten wahrscheinlich. Die Bibel ist historisch viel Locker besser 6 Jahre. belegt. Die Kreuzigung ist viel besser belegt. Es gibt so viele historische Beweise dafür. Es gibt aber keinen einzigen historischen Beweis für Mohammed. Also, worüber reden wir eigentlich? Bruder, das Problem ist dieses Freche. Weißt du, dieses Freche mit, ihr könnt eure Glauben nicht mehr beweisen. So richtig frech, ja, aber null Ahnung von seiner eigenen Religion. Wenn ich ihm jetzt eine Sure gebe, Bruder, der wird, weißt du, was er machen wird? Er wird heute nicht mehr schlafen. Wenn ich jetzt einen Hadith vorlese, wird er heute und morgen nicht mehr schlafen. Wie heißt der Da eine ägyptische muss Jünger? er erstmal zum Schirr. Wer ist Zum der Schirr? Er wird wahrscheinlich 3 Wochen nicht mehr zur Moschee gehen, Ägypter? wenn ich ihm diesen Hadith vorlese, Bruder. Aber respektlos und frech auch noch. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Gottes Segen. Gottes Früher Segen, Bro. segnet Segen. Ich bin eigentlich hingekommen, jetzt in den Live hier. Ich wollte ja Ja. ganze dreikommen, weil ich eine Geschichte von mir erzählen wollte. Ihr müsst wissen, ich hatte mal eine Zeit, wo ich an Gott sehr gezweifelt habe, an den Herrn Jesus Christus, unser einziger allmächtiger Herr, unser allmächtiger Herr. Und ich habe wirklich sehr, sehr stark an ihn gezweifelt und ich bin zum Islam konvertiert. Und ich war wirklich, ich habe das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Ich bezeuge, dass es niemand anderes gibt außer Allah, dass der Mohammed und so weiter und so weiter und so fort. Und wo ich angefangen habe zu beten, also Amateurbeten kann man sagen, ist mir irgendwas in den Kopf gekommen. Dass irgendwie ist eine Stimme in meinen Kopf gekommen. Das ist der falsche Weg. Kehr um Jesus zu um. Komm zu mir zurück. Sowas in der Art, das Ganze in meinen Kopf gekommen. Und ich war noch so ein Tag Muslim und ich habe darüber ganze Zeit überlegt, überlegt, überlegt. Und das war so wirklich sowas, so wie ein Drang, kann man sagen. Komm zurück, ob mir irgendwas sagen wollte, dass ich zurückkommen soll. Und irgendwann am Tag bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Herr, vergib mir, vergib mir. Und auf einmal habe ich mich so leicht gefühlt. Mein Herz war so auf einmal so leicht, so sanft. Ich habe mich so sanft gefühlt. Das war einfach verrückt, dass ich habe mich so sanft gefühlt, dass ich einfach, man hat gemerkt, dass auf jeden Fall irgendwas in mir ausgelöst wurde. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe gemerkt, dass er echt ist, dass er mir wieder einen Platz gegeben hat, dass er mir vergeben hat, dass er, selbst wenn man die Religion wechselt, trotzdem dir wieder vergibt, immer und immer wieder. Amen. Oh mein Gott, Oder deswegen die nennen Gänsehaut, immer, ja. die nennen ihren Wollte Gott ich gerade eben immer sagen. Allah, also Gänsehaut, Bruder.
Wir haben aber gar keine Ahnung von ihrer Barmherzigkeit. Ich selber sage halt dem immer, der Herr Jesus Christus holt sich immer die Seelen, die halt dem auch bereit sind dazu. Und manchmal brauchst du das vielleicht, diese Ausphase. Und vielleicht musstest du erst auf den Irrweg kommen, damit du halt dem jetzt die Erkenntnis darüber hast. Vielen lieben Dank für dein Zeugnis erstmal. Ja, danke. Also ich danke überhaupt, dass ich hier sein darf, weil ich, um ehrlich zu sein, versuche schon die ganze Zeit irgendwie meine Geschichte zu verbreiten. Ich versuche vor dem Islam schon wirklich ein ganzes Jahr, auch im polnischen Raum, den Islam versuchen. Ich will versuchen, dass der Islam aufgehalten wird, weil wirklich, es soll jetzt kein Angriff gegen den Islam sein, aber das, was ich erlebt habe, das war einfach nur ein Gefühl von, dass wirklich mich jemand so richtig liebt, dass er mir trotz den Spott, den ich getan habe, ich habe auch vor kurzem hab ich wieder gezweifelt. Und ich traue mich jetzt nicht mehr, die Worte auszusprechen. Ich habe Gott beleidigt, ich habe Gott verspottet, weil er mir nie eine Antwort gegeben hat. Und ich bin schon wieder abgewendet von ihm. Und trotzdem hat er mich wieder mit einem Fingerstift, habe ich auf einmal habe ich wieder was gemerkt. Was ist los Test. Mit mir? Wieso? Das war ein denke Test. Ich so, ja. Das war ein Test. Bruder, kennst du die Geschichte mit Thomas? Nee. Apostel Thomas? Apostel Thomas. Ah, Thomas sagt mir was, Bruder. Aber kann ich doch schnell meine Geschichte zu Ende sagen? Sag, Bruder, dann erzähl ich wegen Thomas. Genau, Bruder, erzähl weiter. Und dann habe ich auf, ich bin so zu meinem Abi gegangen, also diese Universität in Polen, weil ich wohne ja momentan in Polen und weil ich mache halt eine Universität momentan. Und da habe ich auf einmal im Kopf gekommen, auf einmal ist mir nur noch so ein trauriger, kann man sagen, ein Jesus, der weint wirklich wie ein Vater und sein Kind weint, wenn er irgendwas falsch gemacht hat, ist mir in den Kopf gekommen. Also das war wirklich so ein Moment, wo ich einfach nur gedacht habe, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht. Und ich bin wieder auf die Knie gegangen zu Hause und ich habe gesagt, vergib mir, Herr. Und dieses Gefühl ist wiedergekommen, dieses sanfte Gefühl. Dieses sanfte Gefühl von Liebe, kann man sagen. Danke dir, das Bruder. Gott segne dich dafür. Gott segne dich und behüte dich auch. Und dass er dich führt jetzt. Und dass er dich segnet und dass er deine Arbeit segnet, dass deine Aufklärung segnet, deine Evangelisation segnet, deine Familie und für jeden, den du betest. Auch für die im Stream, für alle, die ihr betet heute Abend. Geht bitte auf die Knie, macht das Zimmer zu, betet für die, die in euren Familien, in eurem Haus, in eurem Umkreis, für unser Land, für verfolgte Christen auf der Welt. Und betet für sie bitte und betet in Jesu Namen dafür und auch für hier im TikTok, für alle, die Dauer machen, für alle, die diese Wahrheit nicht annehmen wollen. Ja, sind noch viele, sind jung, 19, 18, 20, 21. Betet für sie, betet auch für Hamdi, ja, betet für alle, ja, die auch Muslime sind, betet, dass sie zurück nach Hause kommen. Lasst uns sie lieben und für sie beten und den Stream teilen, beziehungsweise jeden Stream in Evangelisation sind teilen, damit wir mehr erreichen, ja, und die Wahrheit predigen, dass nur Jesus Christus uns ewiges Leben geben kann. Amen. Ich bete jetzt und hier für jeden Muslim, für jeden Christen und ich bete auch für jeden Ungläubigen hier, für jeden Buddhisten, für jeden Schak. Ich bete jetzt für wirklich jeden. Möge der Herr deren Herzen aufmachen, wie für mich die Herz, wie er das Herz für mich aufgemacht hat. Das, was ich erlebt habe, ist wirklich vielleicht nicht eine Einzelsache oder was Einzigartiges. Der Herr will irgendwas zeigen, dass er nur die Wahrheit ist, niemand anderes sonst. Amen. Amen. Auch bitte für meine Familie, weil ich selber erwähne sie auch in jedem Gebet. Aber es ist halt dann, nicht auch nur, wenn man damit. Ja, ich kann auch nur empfehlen, wenn man betet, dann betet man einfach für die Menschheit. Man betet für seine Familie, man betet für seine Freunde, man betet für seine Feinde, man betet für alle einfach. Ja, weißt du, wie das so anfühlt, so wenn du quasi wenn du bekehrt hast und dann hast du niemanden, so mit dem du zusammen in die Kirche kannst, oder niemanden, mit dem du zusammen das Gebet verrichten kannst. Also so in der Gemeinschaft halt, so in der Familie, das fehlt absolut. Ja, das verstehe ich. Ihr müsst dir vorstellen, meine Tante hat mich eigentlich zum Christentum so richtig gebracht. War es eine Gemeinschaft da? Eine Gemeinschaft, nee. Such dir mal eine Gemeinschaft, ich halte mich mehr Gemeinschaft, damit du da auch Halt hast, ja?
Ja, ich weiß. Aber so eine Gemeinschaft ist eigentlich sehr, sehr schwer zu finden hier. Ja, aber es soll schon in die Richtung gehen, als gar nichts zu haben. Ne? Du musst Mein aufpassen. lieber Bruder, errettet das Licht. Ja. Salamu alaikum, mein Lieber. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Wie geht's dir, mein Lieber? Gut bei euch? Hamdulillah, Jesus, gut. Bevor ich habe ein kurzes Thema, aber ich möchte wirklich gerne beten, bevor wir anfangen oder einfach beten, wenn ich darf. Na. Amen. Macht einfach stumm. Ich bete einfach im Namen unseres Herrn und wir einigen uns, dass wir alle teuflischen Gedanken fesseln in Jesu Namen und dass jeder, der sich gefesselt fühlt, der zuhört, der zu Jesus will und selber nicht kann. Und wir könnten auch selber nicht zu Jesus kommen ohne seine Gnade und ohne die Neugeburt. Ich bin der Erste, der nur durch die Gnade mich zu Jesus gefunden habe, nicht durch meine eigene Kräfte, Wissen. Ich danke dir, lieber Herr, du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herren, du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose hat zu dir gesprochen, als er Panik bekommen hatte, beziehungsweise sich nicht gekannt hat, wer du bist. Er fragte dich, wer bist du, wenn sie mich fragen, wenn ich zum Volk Israel gehe, wer bist du? Du hast geantwortet, lieber Herr Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast gesagt, mein Name ist Jahwe, ich bin der, ich bin. Jahwe ist dein Name, Herr. Jahwe ist dein Name. Und du bist der, du bist. Und dann ist Mose zu denen gegangen, hat gesagt, Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Genauso kam dein Wort, Jesus Christus, zu uns, hat gesagt, Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, Halleluja. Aber alle, die nach Jesus kamen, auch Mohammed, der sich zum Propheten nannte, hat nicht gesagt, ich bin im Namen Jahwe gekommen. Nein, das hat er nicht gesagt. Und deswegen haben Christen und Juden ihn nicht anerkannt. Er hat viele, viele, viele Gesetze vom Jahwe missachtet, vom Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Deswegen wurde er nicht anerkannt und wird auch niemals anerkannt sein. Wir danken dir, lieber Herr, dass wir dich kennen. Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, sein Name ist Yahweh. Mubarak ismak ila al-abad. Gepriesen sei dein Name. Herr, wir Amin, Bruder, einigen Amin. uns. Wir einigen uns für alle Geschwister, die uns zuhören, für alle Geschwister, die Unterstützung brauchen, die sich nicht schlecht fühlen. Ich weiß nicht, Herr, aber ich bete im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass du dein Wort sprichst zu mir zuerst und zu all unseren Geschwistern, Herr, dass du uns aktualisierst, dass du uns Update gibst. Du bist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Kraft gibt, der Mut gibt, der heilt, der uns einfach neu macht jeden Tag, Herr. Ich danke dir, dass du uns Zungen gibst, dass wir, wenn wir sprechen, dann sprechen wir wie Feuer, dass der Teufel nicht standhält in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir, dass so viele Geschwister, so viele neue Geschwister zum Herrn kommen und sich taufen lassen jeden Tag im Irak, in Ägypten, in Jordanien, in Syrien, vor allem in den Kriegsgebieten. Halleluja. Ich danke dir, lieber Herr, in den kurdischen Kriegsgebieten. Da lassen sich Hunderten jeden Tag taufen in Jesu Namen. Halleluja. Und ich danke dir, dass im Iran so viele Iraner dich als Herr und Heiland erkennen und kennen den Herrn Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich danke dir, lieber Herr. Ich danke dir, dass ich so vieles erlebe und so vieles sehe. Halleluja, ich danke dir. Ich danke dir in Jesu Namen. Ich preise dich und preise deinen Namen, Herr. Ich preise deinen Namen, Herr. Du bist der König. Du bist der uns errettet. Du bist der uns von den Mülltonnen herausgebracht hat, uns zu einem neuen Menschen hergestellt hat. Ich danke dir, Herr. Das ist deine Gnade und deine Kraft. Durch diese Gnade und Kraft werden wir siegen in Jesu Namen. Halleluja. In diesem Namen werden wir nur siegen. Nur dieser Name ist der Erretter, Jehova, Gott errettet. Mubarak ismak. Ich preise deinen Namen, Herr.
Ich danke dir in Jesu Namen. Segne unsere Geschwister, segne TikTok, Halleluja, und bete für alle, die dich, deinen Namen missachten, dass sie dich erkennen und kommen, Buße tun und sagen, wir haben diesen Namen missachtet, das ist der richtige Name. Durch diesen Namen können wir errettet werden. Das ist unser Schirm, den wir oder Schutz suchen können. Halleluja, ich danke dir, Herr. Danke, dass ich hier sein darf, dass ich hier dich loben und preisen darf. Ich danke dir, Herr. Amen. 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 Halleluja. Amen. 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 Gott segne euch. Dankeschön. Ich habe jetzt gerade leider gesehen, einer lacht sich darüber kaputt, er schreibt, was redet ihr da, was erzählt ihr da. Das ist übrigens unsere Art von Gebet, unserem Herrn zu danken, unserem Herrn unsere Treue zu zeigen, unserem Herrn zu zeigen, dass wir ihn nicht missachten. Wir haben keine 5 Gebetszeiten, die wir sowieso nicht einhalten, so wie die meisten Muslime es nicht tun. Wir beten so oft, wie wir wollen, wann wir wollen, wie wir wollen. Und wenn du das wirklich zum Lachen findest, dann finde ich das übel respektlos, weil auch wenn euer Gebet für mich mittlerweile extrem seltsam aussieht, lache ich nicht darüber. Weil wenn Menschen beten, dann hat das meistens immer einen Grund. Wir wollen unserem Herrn danken dadurch, wir wollen uns quasi dadurch reinigen, ja, durch das Gebet. Wir wollen Treue, sage ich schon fast. Wir wollen zeigen, dass wir um Vergebung bitten können. Wir wollen zeigen, dass wir uns demütig zeigen können, weil wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer sich erhöht, so wie du vorhin, der wird erniedrigt werden. Und denk bitte über diese Worte nach. Kauf dir bitte eine Bibel oder bestell sie dir kostenlos im Internet. Geh heute Abend noch auf die Knie, frage Herr, wenn es sich gibt, dann zeige dich mir. Und er wird dir, so Gott will natürlich, diese Wege zeigen, die er mir gezeigt hat, die er Millionen anderen Brüdern gezeigt hat. So viele Brüder haben durch diese Erkenntnis einfach nur auf die Knie zu gehen und zu fragen, Herr, wenn es sich gibt, dann zeige dich mir. Haben sie so viele Sachen erlebt und das ist ein Massenphänomen. Das passiert so vielen Brüdern und so vielen Schwestern. So viele berichten mir, dass sie das Ähnliches mitgemacht haben wie ich. Und das ist halt so das Wunderbare am Herrn Jesus Christus, dass er nicht nur wie euer Gott im Jenseits wirken soll und euch vor dem Höllenfeuer bewahrt, sondern dass er sogar noch im Diesseits für dich etwas tut. Und dafür solltest du dankbar sein, dafür sollten wir alle dankbar sein. Denn nur der Herr Jesus Christus wird uns alle hier retten. Amen. Amen. Amen, Bruder. Amen. Harus, hörst du mich, Bruder? Sagen. Achso, ja, Gott, Bock, rede, Bruder. Okay. Ich muss auch dazu sagen, wo ich auch mich öfters abgewendet habe von Christus. Er ist, wie gesagt, barmherzig. Jesus ist barmherzig. Jesus zitierte mal, ich kenne den Bibelvers nicht. Jesus zitierte, ihr könnt mich so oft verspotten, wie ihr wollt. Ihr könnt mich so oft beleidigen. Ihr könnt so oft jeden beleidigen. Ich vergebe euch. Solange ihr den Heiligen Geist nicht verspottet, ist alles in Ordnung. Solange ihr diesen Heiligen Geist nicht verspottet. Denn der Heilige Geist ist der Vermittler zwischen Gott und Christus, also zwischen Gott und den Menschen. Verspottet ihr den, ist es für euch zu Ende. Ihr solltet wissen, dass der Herr zwar barmherzig ist, aber den Heiligen Geist darf man nie verspotten. Amen, Bruder. Ich sage es auch oft zu Geschwister, wenn ihr merkt und ihr debattiert mit jemandem oder spricht mit jemandem und er verspottet den Heiligen Geist, dann geht ihn einfach aus dem Weg und beendet die Diskussion. Weil wenn jemand wirklich den Heiligen Geist beleidigt, bitte an alle Geschwister, geht diesenjenigen aus dem Weg. Dann spricht mit ihm nicht mehr weiter. Weil das ist kein Spaß mehr. Da macht sich jemand lustig und er möchte es einfach nicht verstehen. Was ich noch sagen wollte, Herr Harut, hörst du mich, Bruder? Ja, klar. Weißt du, was mir eingefallen ist, jetzt aus Zufall, das wollte ich letztens sogar schon sagen, aber ist mir gerade eingefallen, wenn wir sagen Amin oder Amen, ja, weißt du, woher eigentlich woher das Wort eigentlich kommt, beziehungsweise was es eigentlich richtig bedeutet? Ja, das bedeutet wahrhaftig. Wahrhaftig. Aber unter Amin hat eine ganz andere Wurzel normalerweise ursprünglich. Das habe ich früher auch nicht gewusst. Das hat mir ein Jude mal richtig erklärt, bis ich dann drauf gekommen bin, dass es auf Aramäisch genauso ist. Aber ich habe noch nie so weit gedacht. Das Wort Amin kommt von Imuna. Und das bedeutet Glaube. Also Amin bedeutet Glaube. Das wusste ich früher auch nicht, Bruder. Stell dir mal vor, wenn wir sagen Amin, hat mehrere Bedeutungen und kommt von Glaube. Sehr schön. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, Bruder. Kleinigkeiten. Was? Sagen wir heute Glaube und nicht Amen. Nochmal, Bruder, nochmal. Dann sagen wir heute Glaube und nicht mehr Amen. Achso, ja. Es hat halt mehrere Bedeutungen, weißt du, Bruder? Ja. Der Name des Herrn Jesus Christus ist ja auch der Wahrhaftige, also Amen.
Richtig, genau. Also Jesus kommt ja eigentlich vom Griechischen und sein richtiger Name wäre Jeshua. Ist so ähnlich wie Yahweh. Genau. Leontina, Das nee, weiß ich jetzt. Amin, kommt nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Hebräischen. Amin kommt, also, oder Amen, Amin eigentlich, es kommt aus dem Hebräischen, nicht aus dem Arabischen oder sonst irgendwas, was viele denken, aus dem Hebräischen direkt. Wie wird das denn im Hebräischen ausgesprochen? So wie Amin oder Amen? Amin, Bruder. Nein, nee, mit I. Also auf Aramäisch und Hebräisch sagt man Amin. Ja, ich habe ja auch immer Amin benutzt, deswegen Ja, benutze kannst du machen, Bruder. Ist zwar nicht schlimm, auch wenn man Amen sagt. Ist ja nicht schlimm, aber du. Also wie gesagt, ursprünglich ist es Amin, aber ist nicht schlimm, Bruder. Es gibt Also jetzt ich bin ja kein. tatsächlich Gemeinschaften, wenn ich jetzt so mit allen Deutschen Hier im zusammen Westen, bin. Bruder, es ist mehr im Westen eher verbreitet, Amen zu sagen. Ich habe zum Beispiel, ich kenne ja einen Priester, einen evangelischen, der Olaf Latzel, ich weiß nicht, ob viele ihn kennen. Er sagt zum Beispiel Amin. Also wie jeder Genau. möchte. Also manche sagen Amin, manche sagen Amen, ist nicht schlimm. Zum Beispiel wie Jehova. Die Zeugen Jehova sagen zum Beispiel Jehova, aber kein Mensch auf dieser Welt sagt Jehova, außer die Zeugen Jehova selbst. Es heißt Yahweh. Ja. Jehova, also die Zeugen Jehovas sind eine ganz komische Sekte. Sie sind auch Die gar keine haben eine Christen, eigene Bruder. Bibel. Ja, das sind ja auch keine Nee, Christen, also. Dürfen noch gar nicht Christ widerlegen, heißt ja? eigentlich nur Nachfolger Christi. Messianer, das sind Messianer. Wir glauben an den Messias. Christus kommt aus dem Griechischen, ja, und bedeutet Messias, der Gesalbte. Wir, also auf Hebräisch und Aramäisch sagt man Mashiach. Mashiach heißt der Gesalbte, Bruder, Messianer. Und auf Griechisch und international sagt man ja Christen. Christen heißt nichts anderes als Messianer, also quasi Anhänger des Messias. Und wenn man sich jetzt richtig vertieft, sind Christen nichts anderes als die Vollendung des Judentums. Wir quasi den vollendeten Glauben der Juden, weil die Juden sind ja stehen geblieben. Ja? Weil die glauben ja nicht an den Messias. Wir aber schon. Deswegen haben wir ja auch Also, dieselbe Schrift. was viele nicht wissen, dass eigentlich Christen eigentlich immer noch nach dem Gesetz Moses leben müssten. Juden oder wen meinst du? Die Christen. Also, soweit ich weiß, müssen wir auch Christen theoretisch die Gesetze des Judentums befolgen. Weil Zum Beispiel, wir sind ja. eigentlich auch Juden. Wir sind ja eigentlich auch Juden, aber nur, dass wir viele Sachen, die uns Christus gegeben hat, halt einfach befolgen. Also soweit ich weiß nun. Also Sorry, wenn ich das Bruder, falsch die sage, aber. zehn Für Gebote, mich ist das Bruder. sozusagen, soweit ich weiß, weil ich kenne mich damit jetzt auch nicht perfekt aus. Also ich kenne nur, dass der alte Bund für das alte Volk von Israel gegolten hat. Und deswegen weiß ich es auch nicht besser. Ich sage dann Messihu Alem, also die Muslime sagen immer Allahu Alem. Ich erkläre es dir. Kann aber bestimmt der Bruder Harut beantworten. Ja, Bruder kann Harut da würde erklären. Abuhan erklären. Wir sind befreit vom Gesetz, aber Genau. Abuhan kann das erklären. Wir sind Bock. Ich weiß nicht, ob du dich da informiert hast oder ob du Nenn mich damit. einfach Daniel, nenn mich einfach Okay, Daniel. Daniel, okay, weil Bock heißt ja Gott, ich weiß. Tut mir leid. Ändere deinen Namen, lieber Bruder. Weil Bock heißt ja Gott bei euch auf Polnisch, ne? Ja, Buk heißt Gott, ja. Ja, weil ich kenne es auf dem Serbischen oder Jugoslawischen, die sagen Bock. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, Sind die unfair? ob du mit deinem Priester oder Pfarrer gesprochen hast, Bruder, über diese Sache mit dem Gebote, Gesetze und bla bla bla. Das gilt für uns nicht, weil wir sind keine Juden, ja. Also ethnisch gesehen auch keine Juden. So, wir sind quasi Heiden. Also die meisten der heutigen Christen sind Heiden. Also waren Heiden, beziehungsweise, sorry. Nicht, wir sind Heiden, wir waren Heiden, sorry. Also wir sind keine Juden. Das ist für uns nicht gültig, Bruder. Genau. Die Gesetze waren für das Ja. Volk Israel. Ich erkläre dir das kurz, Bock, ganz einfach. Und zwar, die Juden bzw. die Kinder Israels im Alten Testament mussten ja immer wieder Schlachtopfer bringen, Brandopfer bringen. Warum? Weil sie auch gesündigt haben. Aber es war das Gesetz. Es gab nicht nur die 10 Gebote, sondern 613 Gebote. Und kein Mensch kann das halten. Niemand. Wird auch niemand jemand halten Also, können. Dafür kam der Herr Jesus Christus. Ja? Dafür kam Gott in darüber diese weiß ich schon Welt. was, Pass ne? auf, pass auf. Gott kam in Ja. diese Welt, wurde Mensch, hat alle Gebote gehalten, weil es sonst niemand schaffen kann. Und das ist die Gerechtigkeit, die jeder Mensch, wenn es annimmt, angerechnet bekommt. Und die Gesetze jetzt, also die 10 Gebote, die gelten jetzt, steht im Römerbrief, als wie ein Spiegel. Stell dir vor, du schaust in den Spiegel, du siehst ja dich selbst. Jetzt stell dir mal vor, Ja. einfach auf die 10 Gebote angewendet, bedeutet das,
dass wenn du in einen Spiegel schaust, siehst du dich nicht selbst, sondern du siehst dort die 10 Gebote, ja, und du siehst dann automatisch, dass du gegen die 10 Gebote verstoßen hast, damit es Klick macht. Wie eine Art Spiegel. Du sollst in den 10 Geboten sehen, dass du einfach ein verdorbener Sünder bist, sag ich mal, damit du dann das gerechte Opfer des Herrn Jesus Christus einfach im Glauben annimmst und anerkennst, dass nur er das Gesetz gehalten hat. Und dann, ab dann, wenn du dann neugeboren, also wenn du Christ bist, für uns gelten dann die Gebote der Liebe. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen untereinander lieben, wir werden an der Ja, Liebe sprich erkannt werden Nächstenliebe, und so so die weiter und so fort. Nächstenliebe. Genau. Es gibt sehr viele Gebote im Neuen Testament. Zum Die sogar Beispiel noch das Gebot verschärft des sind. Abendmahls. Genau. Genau, Menschfreunde. Abendmahl und so weiter. Ja. Ja, also ich weiß, was du meinst, weil, also ich, das habe ich, um ehrlich zu sein, ich bin lange Christ, ja, aber seit kurzem beschäftige ich mich so richtig mit der Bibel. Und ich dachte noch, dass wir Christen, weil ich bin gerade im Alten Testament, dass wir noch eigentlich die alten, also die alten jüdischen Gesetze noch von Natur ab befolgen müssen. Nur das dachte ich. Ah, okay, Aber interessant. ja, du hast recht, Jesus ist gekommen, weil Adam diesen Apfel genommen hat und entschieden hat, was schlecht oder gut ist. Nur Gott kann entscheiden, was schlecht Es oder gut gibt ist. einen kleinen Unterschied, Bruder. Manche glauben, dass die 10 Gebote, wie gesagt, noch gültig sind. Also nicht die Gesetze, nur die 10 Gebote. Und manche sagen eigentlich nicht. Es gibt da so quasi ein paar Unterschiede. Zum Beispiel jetzt, bei der katholischen weiß ich nicht so ganz genau, aber ich glaube, bei den Katholiken ist es auch so, dass die auch glauben, dass die 10 Gebote quasi ewig gültig sind, weil die quasi der moralische Kompass für Also, jeden Mensch ist. bei uns Katholiken kann ich so sagen, die 10 Geboten sind gültig auf jeden Fall. Ja, weil ich glaube auch daran. Also ich selber glaube auch daran. Also manche sagen halt, im Prinzip gehören die zum alten Bund, ja, die 10 Gebote. Ich weiß nicht, wie Harro du darüber denkst, Bruder. Ja, also ich erkläre das immer anhand des Römerbriefs. Der Herr Jesus Christus hat ja ganz klar gesagt, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber seine Worte nicht, ne? Und auch er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. So. Und wir Christen, weil wir geleitet werden durch den innewohnenden Heiligen Geist, das bedeutet, er wird uns helfen, ein heiliges Leben zu führen. Und dazu gehören definitiv alle Gebote. Ja. Wenn wir gegen das Gebot der Nächstenliebe, sage ich mal, verstoßen oder wenn wir sündigen, dann gilt für uns einfach, dass wir unsere Sünden bekennen und dann vor Gott gehen und unsere Sünden bekennen, ja, wann auch immer, jedes Mal, wenn wir auch in Gedanken zum Beispiel sündigen oder in Tat, dass wir das bekennen. Und das ist halt der Unterschied. Wir müssen nicht mehr, sage ich mal, und wir werden auch nicht mehr anhand der 10 Gebote verurteilt. Das bedeutet, ein Christ landet nicht in die Hölle, sondern in der Hölle, sondern das Gebot, die 10 Gebote, was ja auf Stein geschrieben wurde, sind jetzt in unsere Herzen geschrieben. Ja, da hast du recht. Ich habe selber, du weißt ja, ich habe ja die Geschichte erzählt. Ich habe ja selber erlebt, was Vergebung heißt. Ich habe ja selber erlebt, was es heißt. Ich weiß nicht, ob das eine Illusion mal von mir war, aber Gott hat mir mal zu mir gesprochen und gesagt, egal was du tust, ich vergib dir. Egal was du über mich sagst, ich vergib dir. Egal was du jemals machen wirst oder jemals, ob du morden oder so weiter und so weiter wirst, ich vergib dir. Also ich weiß nicht, ob das einfach eine Illusion war oder einfach ein, Aus. oder wirklich Gott zu mir gesprochen hat, dass Ich bin er du mir brauchst alles vergibt. Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft. Ja. Bist du noch, bist du, du bist, du hast deine Sünden bekehrt vom Herrn, ne? Du bist aber nicht Also. irgendwie bei den Katholiken da am rumrennen, oder? Was? Bist du bei der katholischen Kirche irgendwie mit drinne? Ja, also wir gehen in die Beichte. Also ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Du hast, ich weiß nicht, also du solltest, ich will mir jetzt nichts anmaßen, aber solltest dich von der katholischen Kirche lösen.
Bruder, das ist. Lassen wir diese Bruder, Gespräche jetzt guck mal, Bruder, Herz, genau, geht, bevor ich schon mal direkt, das lassen wir jetzt hier bitte alle, weil wir reden jetzt hier nicht darüber, ob es freikirchlich richtig, richtig. So, dass Kapital lehre und nein, Orthodoxen niemals im Leben, alle ins Höllenfeuer mit denen. So etwas lassen wir jetzt hier bitte, weil das führt immer nur zu Fitna unter Brüdern. Das könnt ihr ja danach im Nachhinein quasi im Privatchat genau, lernen. Das wollte ich auch gerade eben sagen. Alles gut, Bruder. Da muss man immer reingrätschen, aber Panjab, weil das führt dann meistens. Ich wollte es auch sagen. Alles gut, Bruder, alles gut. Okay. Alle Lehren sind richtig, solange wir an den Herrn glauben, dass er Gott und der Gott Menschensohn ist. Genau. Und dass er über die Welt Gericht halten kann, theoretisch Gott kann. Und auch der Islam bestätigt, dass Jesus Gericht halten wird. Also ich verstehe nicht. Ach, allein, es, ich weiß es hat eh keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, was ihr da reden, Bruder. Was im Koran steht, das hat eh keinen ja, Sinn. Ja, ja, ich verstehe, Ein Muslim hat mich gefragt, wie kann Gott Mensch sein? Ganz einfache Antwort, Gott ist allmächtig. Fertig richtig, ist. Richtig. Richtig. Also, das verstehen die halt nicht, ne? Das ist ja das Problem. Ihre Heuchelei geht so weit, dass sie Gott in Frage stellen müssen. Richtig. Das ist unfassbar. Wer Gott in Frage stellt, der hat, glaube ich, Probleme im Leben. Der hat ein Problem mit sich selber. Der kann nicht über seinen Hochmut rübergucken, der kann nicht über sich hinausgehen. Genau. Ich sage immer, sie haben einen Schleier vor den Augen, eine Burka. Also sie haben quasi so eine Burka über ihre Augen gezogen, deswegen erkennen sie die Wahrheit. Meine Meinung nach, ich habe vergessen, wie ich dich nennen soll, Polska oder wie soll ich dich nennen? Nee, Daniel, einfach nur Daniel. Ich denke immer an Marek. Okay, Daniel, das Ding ist, meiner Meinung nach, wenn ich dir was empfehle als Bruder, als älterer Bruder, stärk dich im Glauben, Bruder, geh nicht auf Debatten oder sowas, ja. Zieh dich ein bisschen zurück. Ich sag dir ganz ehrlich, Debatten mit Muslimen ist wirklich unnötig. Das ist einfach nur unnötig. Die reden die ganze Zeit rein. Wenn man eine Debatte führen will, dann so wie bei Sambra und Marvin zum Beispiel, das kannst zuhören. Ja, ja, du kannst zuhören, Bruder. Ne? Ich meine nur du selber. Geh nicht auf Debatten, zieh dich zurück, stärk dich im Glauben, Bruder. Lies die Bibel, geh zu Geschwistern in Räumen, wo die über die Bibel sprechen, wirklich nur über die Bibel. Mit Muslimen muss man irgendwie einen ganz bestimmten Ton treffen. Ich sage ja deswegen, die beste Islamkritik kommt immer von Ex-Muslimen, weil sie ganz oder von Leuten wie Abu Hanjal, die ja auch aus demselben Raum kommen, weil wir haben ein ähnliches Temperament. Wir wissen, wie man mit ihnen reden muss. Wir wissen, dass wenn sie anfangen zu schreien, dann muss man auch manchmal halt auch Lügen halten und darf sich dann so sich nur einziehen. Also man muss so einen Kompromiss schließen. Also, mal ist man ruhig, dann wird man selber wieder so. Das ist halt so ein Battle, so das ist wie Kreuzverhör. Wir schießen uns gegenseitig quasi. Oder man braucht auch ein Zertifikat. Man braucht auch ein Zertifikat. Das kriegst du bei TÜV gibt es ein Zertifikat, das heißt Kreuzfeuerdebatteur. Bei der IHK. Kreuzfeuerdebatteur. Ja. Und den Stempel kriegst du von der CIA. Ja, und vom Mossad. Das Gehalt zahlt dir dann der Mossad. Weil wir sind ja. Wir werden ja bezahlt, genau. Ja, ja. Ja, ja. Das ist unglaublich, ist halt das, was sie sich da immer einbilden, Junge. Wir machen das ehrenamtlich jeden Tag, sind immer mit denen am Debattieren, immer mit denen am Streiten. Bruder, ich glaube, der Adler war heute dabei, aber er war, ich glaube, locker 2 Stunden im Stream am Schlafen war er. Ja, was? Und weißt du, was passiert ist? Ja. Ich hab einen hochgeholt, ja, und der war auch, ich glaube wirklich 20 oder 25 Minuten auch am Warten, also in der Warteschleife, es waren unnormal viele dran. Ja. Ich hole ihn hoch und wir hören ihm kurz zu und ein paar Leute lachen, er war wirklich auch ein anderer, war am Schnarchen, Janne. Ich? Nein, ein anderer ist eingeschlafen, während er in der Liste war, auf der Warteliste als Gast. Ich hole ihn hoch, er ist am Schnarchen und der andere hat gelacht. Ich so, ist der am Schlafen? So, sagt er, ja. Der ist eingeschlafen. Dann warst du am Schlafen? Ich war auch am Schlafen, ja. Ich bin eingeschlafen. Und wir hatten heute wieder einen drin, ja. Es waren zwei sehr, sehr lustige Kandidaten drin. Ja, nee. Einer war drin, es war wieder die Thematik mit Ibn Abbas. Plötzlich schreibt unten dieser, ich weiß nicht, wie sein Name ist, ich glaube Marexi. Dieser. Er schreibt immer, ist nicht authentisch. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Ibn Abbas hat jetzt auch, wo ich zu ihm gesagt habe, Ibn Abbas ist Doppelagent. Ja, nee, er arbeitet bei CIA, Ibn Abbas, aber eigentlich arbeitet er bei Mossad. Er hat für die Quraysh gearbeitet und hat dann so als V-Person wurde eingeschleust bei Mohammed. Obwohl das der Cousin ist, die lehnen Ibn Abbas ab. Den Cousin des Propheten lehnen sie ab. Und bei dem Stream davor, heute Mittag,
als ich gegangen bin, war doch, könnt ihr euch erinnern, dieser Global TV. Ja, ich habe doch mit denen gesprochen. Oh Gott, Mann. Boah. Mal, Oh ich war Gott. am Arbeiten und ich habe mich schon überlegt, wer war heute drin, wer kommt eigentlich nachher noch, mein Thema vorbereiten. Und ich dachte mir so, ich habe gerade einen Kunden bedient, bin ins Auto und dann ist mir so ein Licht angegangen. Guck mal, bei 30 Grad ja nicht. Ich habe mir so überlegt, guck mal, habe ich mir so gedacht, guck mal, guck mal, guck mal. Wieso nennt er sich nicht Mekka TV oder Islam TV oder Muhammad TV? Wieso nennt er sich global? Dann ist mir ein Licht angegangen, ganz kurz. Dachte ich mir, guck mal, sie wollen auf der ganzen, er will auf der ganzen Welt Richtig. Allah verteilen. Allah soll Richtig. überall Eine gestempelt werden. versteckte Botschaft. Ja, bei Unfassbar. Ihnen ist das Also ja ich so, bin du so. darfst ja sogar quasi deine Religion gut reden, auch wenn sie in dem Punkt nicht gut ist, sodass Leute Genau. zum Islam konvertieren. Genau, hast du ja heute gemerkt, der Global TV, wie heißt der Global TV? Global, Ja, ne? genau, TV. Global TV, Global TV. Wie oft habe ich mich wiederholt und sachlich geblieben und ihn erklären wollen? Wie oft hat er geheuchelt, bis ich zuletzt sogar gesagt habe, du bist ein Munafiq, weil was er gemacht hat, Bruder Herz, was er gemacht hat, das war wortwörtlich ein richtiger Munafiq. Er hat sich geschämt, hat bewusst gelogen. Mankar, ein richtiger Abu Mankar. Ja, er war ein Listenschmied. Abu Ghazzab. Bruder, der hat bewusst, guck mal, ich sag euch warum, Leute. Wären nur 50 Leute drin, wäre viel ehrlicher. Ich habe geguckt oben, da stand irgendwas mit 300. Da habe ich mir gedacht, guck mal. Ja, ne. Bei 300 Leute, wie die Leute sich verändern bei ihrer Aussage und bei ihrer Ehrlichkeit. Wenn die sehen, 300, 400, 500 Leute schauen zu. Das sind so richtige plötzlich Lügner und verändern und drehen und tun, damit es nicht peinlich ist. Ich kann wetten, wären Also, es nur 50 Leute, der wäre viel ehrlicher, Bruder. Bei ihre 300 bin ich Lehren vorsichtig. sind. Also ihr Lehren sind wirklich eigentlich was eine ganz schlimme Sünde, weil man es hat ja Christus schon vorher gesagt, dass ein falsches Evangelium kommen wird und dieses falsche Evangelium, das der Koran verfälschen, sie verfälschen genau zu sein, den Koran, nicht wir. Wir verfälschen ja nichts. Die verfälschen, die verbreiten noch mehr ihr Lehren, als der Koran schon es verbreitet. Also Ja. noch schnell, also das ist wirklich sowas, für mich ganz komisches. Um ehrlich zu sein. Richtig. Nee, Bruder, also wie gesagt, Bruder Harut war der Adler, war glaube ich auch drin. Adler, du warst auch drin, ne? Und du hast ja gesehen, der Mohammed, der unten war, dieser Syrer, Ja. der hat ja bewusst, extrem bewusst, und das war offensichtlich, ja, Harut fragt ihn, töten, okay, nein. Hat er direkt nein gesagt, klauen, nein. Okay, Frauen so und so. Ich habe nicht Nein. verstanden. Nein, ich habe nicht verstanden. Nochmal. Ja. Und dann erklärt Harut und ich nochmal und er sagt: Ja, guck mal, du musst erstmal ein Mann sein, um zu wissen, so, was redest du gerade? Was redest du gerade? Sag doch einfach, nein, es ist nicht korrekt. Aber das kann er nicht sagen. Wenn er das Auch nicht. sagt, Bruder, ist er gegen das Wort Allahs. Und wenn jemand gegen das Wort Allahs ist, ist er was? Ist er was? Ein Munafik. Murtad. Ein Murtad. Murtad. Murtad oder Munafik? Also erstmal wahrscheinlich Munafik. Und die sind ja sowieso schlimmer als Murtad. Bruder, er ist Und raus vom danach. Islam. Eigentlich Murtad, weil er ist raus. Er ist raus. Er ist gegen das Wort Allahs. Das heißt, er stellt Allah wirklich als dumm da, ja, als nicht richtig. Er ist ein Murtad, er ist raus aus dem Islam. Das weiß er. Und es haben Aber zu viel zugeschaut, Bruder. er schreibt sich ja dem Islam dann zu, aber er veränderte den Islam. Also ist das so bitter, Munafik. Er kann auch Ja, Mutter ich hast du sein. recht. Genau, Jetzt aus machen unserer Sicht ein Munafiq auch. Stimmt, wir genau. fragen den Hatzrichter, der soll entscheiden, ob jetzt der linke Arm dafür oder der rechte Arm oder direkt der Kopf abgeschnitten wird oder wie viele Peitschenhiebe es für ihn gibt, für diese Aussagen. Was ich auch immer geil finde, Ja. ich finde es immer so super, wenn du sagst, ey, warum betest du denn nicht? Bruder, wenn Allah will, bald. Immer diese Verab dieses Verschieben, wenn Allah will. Genau. So, kommst du morgen? Wenn Allah will. Ach so. Verstehst du Wenn diese? Allah will. Ja. Und wenn die Oder nicht weiter wissen, Allahu das Problem auch, guck mal, die Verantwortung, guck mal, wir wissen ja auch, der Teufel spielt viel. Aber wir haben ja trotzdem eine eigene Verantwortung. Wir können ja nicht alles auf den Teufel schieben. Verstehst du, was ich meine? ja, natürlich, Bruder. Die schieben alles auf den Teufel. Dann darf ich Alles, kurz was alles und jeden. sagen. Ey, Ja, der gerne. Teufel war das. Ich bin nicht so. Ja, klar, wir sind scheiße von vornherein. Wir sind schlecht. Come on, schreibt einer. Come Come on, on, am come Freitag und on, come on, Samstag let's ist fight Come on, now, Leute, let's der fight, Come come on. on. Show me, Leute, show me.
Adler, guck mal, hast du schon mal bemerkt, auf dem Bild ist der Fitra Dawa drauf. Siehst du ihn? Mit dem gelben Turban. Da ganz hinten, ja, da ganz links, Leute, schaut mal da, der ist sehr auffällig. So ganz links, aber der Bart ist zu kurz. Das müssten wir mal nachbearbeiten. Aber wenn er sich so sehr nach der Heiligen Schrift sehnen würde, dann wären wir alle glücklich. Amen. Ja, ja. Alle. Darf ich noch was dazu sagen? Das nächste Gerne. Mal, wenn ihr in Anführungsstrichen Debatte macht, bitte macht so, dass Hamdi keinen Herzinfarkt bekommt, weil wenn Hamdi sich aufregt, dann kriegt der muss doch irgendwann eine Operation machen am Herz, der kriegt irgendwann noch künstliches Herz irgendeine Er war heute Platzierung. hier, Daniel, er war heute hier, Daniel, er war heute wieder hier. Was sagt der? Knockout? Ja, was denkt ihr, warum er joggt? Er joggt doch jedes Mal, kilometerweit. Was denkt ihr, warum er Ja. joggt? Wegen seinem Ganz Herz. ehrlich, trotzdem habe ich irgendwie so, ich finde, haben die irgendwie süß. Was ich meine? Es tut mir irgendwie leid. Bruder, wie soll ich dir Aber um ehrlich sagen? zu sein, Ja. Er tut mir einfach nur leid, man ich muss bin halt auch. ehrlich. Wir müssen für ihn beten. Ja, Wir müssen für ihn beten, weil er ist verloren, so. ganz, ganz tief verloren. Er steckt da sehr, sehr tief in dieser Sekte, Bruder. Und für ihn eigentlich nur beten, weil bei ihm Gerade ist es schon so schlimm. seine Ja. Richtung ist ja die extremistische, das muss man ja schon Nein, zugeben. seine Richtung ist eigentlich die wahre Richtung, Bruder. Das ist das Problem. Das ist eigentlich der wahre Ja, meine Islam. ich. Das ist Und die das noch. extremistische Islam ist ja das authentische. Richtig. Wir merken ja schon, wenn jemand reinkommt. Ich und Harut lachen ja sehr gerne, wenn wir sagen, Assalamu alaikum. Was kommt zurück? Ja, alaikum. Da fängt es ja schon Mann, an. ne? Alaikum. Also, einfach nur also ein ich weiß jetzt Walekum, nicht, genau. wie das jetzt hier in Deutschland ist, aber in den polnischen Kirchen bei uns hört man natürlich einmal das Wort, einmal ab und zu mal mit. Und da haben sich ein Christ und ein Moslem draußen gestritten. Und der Christ hat ganz ehrlich gesagt, du Heuchler auf Polnisch, du Kind eines Teufels. Wieso glaubst du an den Teufel? Allah Hat ist Teufel. ach Der so, ist ja. der Teufel. Warum glaubst du an ihn? Der ist der größte Teufel. Der ist der größte Heuchler. Er verbreitet Irrlehren. Wieso glaubst du an sowas? Ja. Und Also, der ich andere war ein weiß nicht, dass Konvertit, du oder? Das mag ich so sehr an den Ostblock-Leuten, ne? Die sind auch so energisch, wenn es um ihren Glauben geht. Sondern das vermisse ich meistens in Leider. diesem Land, dass die Leute so nicht so laut werden und so sagen, so, ey, das, was du erzählst, ist eine absolute Irrlehre. Das, was du erzählst, bringt Menschen dazu, andere Menschen Schaden zufügen zu wollen. Das, was du da erzählst, ist absoluter Götzendienst. Also so, dass man sich das so nicht traut, so wenn du gerade vor allem angegriffen wirst, ne? Dann musst du dich ja auch mit de Aber deren eigenen Quellen ich kann verteidigen. dir auch sagen, warum, Bruder. Ich habe letztens im Internet ein bisschen recherchiert. Mich hat einfach mal interessiert, wie viele Moscheen gibt es in ganz Europa? Wie In viele Westeuropa. Moscheen gibt es erstmal in ganz Europa? So, da habe ich mir erstmal die Länder angeschaut. Wie viele Moscheen gibt es in Griechenland? Wie viele gibt es auf dem Balkan? Wie viele gibt es in Osteuropa? Wie viele gibt es in Mitteleuropa? West, Süd, bla, bla, bla. So, da habe ich was gesehen und es hat mich sehr erschreckt. In Deutschland, allein in Deutschland gibt es mehr Moscheen als der komplette Balkan zusammen. Es gibt in Deutschland mehr Moscheen als der komplette Südosten Europas zusammen. Unsere Kirchen hier werden geschlossen. Unsere Kirchen, die So. werden abgerissen. Das ist So. unfassbar. Jetzt so, Bruder. Es gibt mehr Moscheen in Frankreich. Ja. Es gibt mehr Moscheen in Frankreich als Südeuropa zusammen. Mehr. Jetzt überlegt mal Amerikanischer, nach. so redest du gesagt, gell? Ja, Bruder. Wahnsinn. Wenn man in Polen geht, ich weiß, es ist auch man früher in Deutschland auch so gewesen. Egal, wo man hinschaut, wirklich. Ich habe ein kleines Dorf und im kleinen Dorf haben wir schon 5 Kirchen, Ja, wo überleg mal. überall hin draufschreibt, wo immer überall steht, der Herr ist über uns, er wacht über uns. Oder Ja, der Gott ja. schützt uns. Jesus ist über uns, Jesus ist, bleibt bei uns und Jesus wird für uns bleiben. Und du musst es, ich will jetzt einen Extremismus nicht gut reden, aber Polen ist so extremistisch und dass die gar nichts anderes akzeptieren, die, oder generell der östliche Block, Ukraine, Litauen, Ja, ja, Polen, ja, ja. Russland, Weißrussland, die sind, das kann man nicht mit den deutschen Debattierern vergleichen. In Polen wirst du angeschrien, wenn du die Leute gehen auf die Straße, wenn man den Herrn beleidigt. Das gibt es wirklich einen Ich kann Aufstand. dir sagen, In warum, Polen gibt es wirklich jetzt einen Daniel. Aufstand. Ich kann dir auch erklären, wieso.
Zum Beispiel jetzt hier im Westen, ja, das sind ja diese Industriestaaten, ja. Das sind die Staaten der Aufklärung, der Industrie, der Technik. Das ist also alles, was modern ist, fängt hier im Westen an. So. Die haben mit der Demokratie schon so übertrieben, ja, dass es keine Demokratie mehr ist, sondern es geht wieder zurück in eine Diktatur. Es geht zurück in eine Diktatur, die du aber quasi mit deinem bloßen Auge nicht direkt siehst. Aber wenn du dich mal beschäftigst, politisch und historisch, dann wirst du merken, dass wir jetzt momentan eigentlich rein theoretisch eine Diktatur haben, weil sie zwingen uns zu Sachen, ja. Manche merken das noch nicht mal, aber die zwingen uns, zum Beispiel jetzt mit dieser ganzen LGBTQ-Mist, ja. Ich sage Mist, Bruder, weil das ist eine satanische Ideologie, die sie uns aufzwingen, Abrante, ja. darf ich dir was sagen dazu? Ja. In Polen war ich ja selber auf einer Antidemonstration. Du musst dir vorstellen, aus welchem Land kommst du? Irgend Ja. aus einer arabischen Ja. Gegend. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bestimmt, wenn jemand was gegen den Islam sagt, auf einmal kommen tausende Leute und wollen ihn eine klatschen. Bei uns in Polen ist das noch ein bisschen extremer. Bei uns in Białystok, das ist, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber ungefähr sowas wie Weißstock, das ist in der Nähe von Belarus. Da war eine LGBTQ und eine Islam-Versammlung. Es sind über hunderttausende Christen auf die Straße gegangen. Mit einem Rosenkranz, mit einem Jesusbild, mit Polenflaggen, überall. Und die haben geschrien, sorry, dass ich sage, die Schwuch raus und die Ja, ich Ziegenfick weiß. raus. Die Schwucht, ja. Also und die Ziegenfick, du weißt ja schon was. Die Muslime raus aus unseren, die sind hier nicht erwünscht, denn nur der eine ist wahr. Ich will das nicht gutheißen, aber daran merkt man, wie die Westländer wirklich eine schlimme Propaganda haben. Nach meinem Gefühl, gibt es bald in Deutschland schon eine Christenverfolgung. Wie viele Muslime gibt es hier bald? Bruder, da muss ich dich kurz korrigieren, die gibt's schon. Es gibt schon offiziell eine christliche Verfolgung in Deutschland und im ganzen Westen bis nach Europa. Man denkt jedes Mal, es gibt eine Christenverfolgung quasi im Osten, irgendwo in Asien, in Afrika oder in keine Ahnung welchen Ländern, kommunistischen Ländern. Nein, wir haben eine Christenverfolgung auch hier in Europa, mitten in Deutschland. Haben wir eine christliche Verfolgung? Ich gebe dir ein Beispiel. Baerbock, die Grünen, SPD und die ganzen Linken. Was wollen die? Sie wollen, dass überall Kreuze verschwinden, damit es immer neutraler wird. Sogar im Jesus, Gericht. Maria, Boże, Święty, Jesu, Ja, Jezu. es gab einen Spruch aus der Bibel im Parlamentsgebäude, glaube ich, war das, irgendwo in Berlin. Ich muss nochmal nachschauen, welches Gebäude das ist. Ich glaube, es war Parlamentsgebäude, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Glaube, ich weiß welches Gebäude Dieser meinst. Spruch wurde entfernt, ja. Warum? Weil linke Gottlose gesagt haben, wir möchten das nicht. Das ist zu religiös. Wir müssen neutral bleiben. Es gab eine Besprechung, ich glaube, das war der G7. Ich glaube, G7 war das. Da wurde ja der japanische Außenminister eingeladen nach Deutschland. Ja, da war ein Kreuz. Der Jahrhunderte schon da war, ne, in dem Raum. Was hat die Baerbock gesagt? Bitte entfernen Sie das Kreuz, damit er sich nicht angegriffen fühlt, damit es hier neutral ist in diesem Raum. So krank mir ist das. Die haben das Abonnent. Kreuz entfernen lassen für den Japaner, obwohl der Japaner es noch nicht mal gejuckt hätte. Abonnent. Die Ausrede war, Bruder, tut mir leid, sorry, warte. Die Ja, kein Ausrede Problem. war, der Japaner, ja, die haben ihn quasi, ja, als Grund genommen, obwohl sie selber eine gottlose Atheistin, eine Antichristin, aber sie liebt den Islam.
Jetzt kommen wir mal kurz zu einer Debatte. Also was heißt Debatte? Kelmendi, du sagst, Schulen und Staatssymbole müssen neutral bleiben in einem narzisstischen Staat. Erstmal im Grundprinzip kann man dir recht geben, aber was ist denn das Kopftuch? Es ist ein religiöses Symbol. Wenn Politiker dann auch Kreuze tragen dürfen öffentlich, in einem staatlichen und in einem schulischen Bereich, dann ist das gar kein Problem. Ansonsten haben wir auch ein Problem mit dem Kopftuch, weil dann ist das ja auch nicht. Nein, Deutschland, Bruder, stopp. Deutschland muss gar nicht neutral sein. Es ist ein christlich geprägtes Land. Wenn in Schulen, in Gerichte überall ein Kreuz ist, dann ist es auch gut so und das soll auch so bleiben. Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Das stimmt. Und es ist auch gut so und die müssen nicht neutral sein. Dieses Land, ja, ist ursprünglich kein atheistisches, sondern ein christlich geprägtes Land und das soll auch so bleiben. Ich will kurz was sagen. Ne? So, ja. Ich bezeuge jetzt aus meinem Heiligen Geist, aus dem Heiligen Geist von mir drin, dass jede Schule, jedes Stadtgericht, jedes Rathaus, jedes regierliche Gebäude oder auch jede Stadt mindestens ein großes Kreuz haben muss, wo drauf steht, Jesus ist Herr. Der Jesus bleibt unser Herr und der Jesus wird der Herr sein. Und Jesus ist der Weg, ist das Licht, ist der Alpha und der Omega und ist der Einzige, der ist der Erste und der Letzte. Niemand kommt nach ihm. Der ist der Erlöser, der haltet Gericht über die Welt und der wird Gericht über die Welt halten. Das schreibt er dann wieder so, Religionsfreiheit ist was anderes als staatliche Einrichtungen, aber zu unserem Glauben gehört es auch, dass wir missionieren. Zu unserem Glauben gehört es auch, dass wir immer wieder an den Herrn Jesus Christus erinnern. 100%. 100%. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also dann musst du ja diese Religion musst du dann ablegen, solange du dann in der Schule bist und solange du dann in einer staatlichen Institution bist. Oder nicht? Also nach deinem Denken, du kannst nicht nur sagen, ja, die Kreuze müssen dann aber weg, aber die Kopftücher dürfen dann bleiben. Das ist ja dann Muslim und die Kreise. Also, ja, das, was wir gut für den Islam ist, das behalten wir, die Religionsfreiheit. Aber die Religionsfreiheit dann für die Christen, das machen wir dann weg, weil das gefällt uns halt eben nicht. Das muss leider nicht wissen. Das ist ja Schwachsinn. Du musst ja immer überall tolerant sein. Du sollst ja überall tolerant sein und überall alles aufnehmen. Aber die Toleranz dir gegenüber wird dann weggesteckt. Aber man muss trotzdem aufpassen, dass das nicht in die Richtung AfD und sowas geht. Versteht ihr, wie ich das meine? Naja, die AfD ist auch immer eine politische Partei. Also jeder darf seine politische Meinung in einem demokratischen Land haben. Das ist ja klar. Wo leben wir denn dann? Das ist ja ein absolutes Demokratieparadoxon. So, ja, linke Meinung okay, grüne Meinung okay, CDU okay, SPD okay, aber die AfD, die lehnen wir von Grund auf ab. In der AfD sind so viele Christen unterwegs, das ist unglaublich. Guck mal, ich bin zum Beispiel ganz ehrlich, ich finde die AfD. Guck mal, Jungs, ich sag ganz ehrlich, ich bin ja so ein extrovertierter Mensch. Ich habe mich 1,5 Stunden 2018 mit einem von der AfD unterhalten. Auf dem Parteitag, ne? Die wollten mir erzählen, dass die voll liberal, weil sie das sind Rechte. Punkt. Ja, und was ist denn jetzt so schlimm an Konservatismus? Das darfst du nicht von Grund auf verbieten wollen. Das ist ja, selbst wenn ich rechts angehauen bin, aber nicht ich finde, Bruder, ich finde schon, dass man aufpassen muss, dass es nicht aber in so einer rechte Schiene geht. Ja, dann darfst du auch, musst du genau bei jeder Partei aufpassen. Leute, stopp, Leute, ganz kurz. Die musst du aufpassen, bei der FDP musst du aufpassen, darfst du ja gar keinen mehr wählen. Aber Leute, aber ganz kurz, Kabel, Bruder, jetzt, Mehmet, Mamu, guck mal. Die AfD ist erstens mal keine rechtsradikale Partei. Sie hat Anhänger, definitiv, ja, sie hat definitiv Anhänger, die die Partei beschmutzt haben, definitiv. Das habe ich schon bei der Wahl gemerkt bei Meuthen. Fast 50% war gegen Meuthen. Ja? Und Meuthen ist eigentlich genau der Kandidat, wo ich sagen würde, er ist vernünftig. Ja? Aber die andere, fast die Hälfte, die gegen ihn waren, da kannst du dir vorstellen, das waren eher die schon sehr extrem Rechten. Ist jetzt meine Meinung. Zur Hälfte der AfD ist nicht Nazi, sondern konservativ wie die CDU damals. Also die Hälfte der AfD kannst du definitiv, die wo die Anhänger von Meuthen waren oder sind, wie auch immer, sind definitiv konservativ wie die CDU damals. So, ich selber sage persönlich, ich wähle gar keine Partei in Deutschland, weil gar keine Partei christliche Werte vertritt. Ist jetzt meine Meinung. Ich bin eher der Typ, wenn es eine geben würde, Herr Bruder. Richtig. Wenn es eine geben würde, ja, guck mal, Partei allgemein sind sowieso im Endeffekt eh nicht, die sind irgendwie alle eine Art und Weise gottlos, ja. Aber, wenn ich keine andere Wahl habe, dann achte ich darauf, dass sie wenigstens christliche Werte vertreten. Ich sage euch ein Beispiel: Trump.
Viele mögen ihn nicht, aber wäre er in Deutschland, würde ich ihn wählen. Ich bin ehrlich. Warum? Lieber wähle ich einen Trump, der wenigstens die Bibel hochhält und vom Fernsehen mal betet, ja, mit anderen Politikern, was bei uns noch nie in meinem Leben habe ich sowas gesehen in Deutschland, noch nie in meinem Leben habe ich Merkel einmal beten sehen oder sonst irgendwas oder keine Ahnung was. Sie muss es auch im Prinzip gar nicht, aber diese christlichen Werte, die sie immer irgendwie anspricht, und ich sehe nichts. Ich sehe irgendwo ein paar Homosexuelle in ihren Parteien. Ich sehe irgendwelche Homosexuelle in ihren Parteien. Die werden immer mehr links. Also ich sehe da gar nichts. Also ich hätte auf jeden Fall einen wie Trump gewählt, weil man dann wenigstens sieht, dass er quasi Christen unterstützt. Ja, er unterstützt wenigstens Christen und tut was auch, ja, für die Christen. Und das finde ich super. Auch man muss nicht mit Trump 100% einer Meinung sein. Es wird nie einen Politiker geben, wo du sagst, Trump 100%, ich bin 100%. Nein, es wird, sowas gibt es gar nicht. Aber ich hätte trotzdem eher ihn gewählt als jeden anderen, keine Ahnung was. Auch gegen die, die haben auch gute Sachen, zum Beispiel gegen die Abtreibung. Ja? Die wollen zum Beispiel, es gibt in Amerika Bundesstaaten, das wusste ich auch nicht, es gibt in Amerika Bundesstaaten, wenn du dort zur Schule quasi, morgens machst du erstmal ein Gebet. Ein Gebet. Ja, du betest erstmal. Alle Schüler beten morgens. Und das finde ich, das ist Disziplin, ja, weil die Schule ist auch eine Art Erziehung, Bruder. Sogar unsere Schulen hier erlauben doch mittlerweile den Muslimen, dass sie ihre Gebetszeiten während der Schulzeit einhalten dürfen. Ja. So machen die extra Räume und so die Frauen posten. Das finde ich auch zum Beispiel ein bisschen affig. Ja, das ist, guck mal, das ist Nächstenliebe, so. Das ist ein Teil der Nächstenliebe, ja, genau. aber weil es halt so weit gekommen ist, ja, nee, man hätte auch, sage ich mal, sagen können, okay, wir passen auch drauf auf, wir nennen uns nicht nur christliches Land, sondern wir verändern uns dahin, dass die Obrigkeiten das Land auch so führen, wie es Gott gefällt und nicht von Gott abfallen. Das bedeutet, okay, wir machen das nicht so, wir wollen hier keine Moscheen, ja, akzeptiert das. Wir wollen hier den Islam nicht verbreitet haben, keine Dauer. Ihr müsst das akzeptieren, ganz einfach, könnten die auch sagen, haben die aber nicht. Die haben das einfach zugelassen, die wurden liberal. Viele mögen den Islam, haben das zugelassen und jetzt, wo es soweit ist, muss man wieder auch sich der Situation anpassen und sagen, okay, wir müssen damit umgehen, aber wie gesagt, viele Muslime sagen ja immer so stolz, ja, mashallah, dass der Islam jetzt sich verbreitet, und das ist genau gegen den Islam, weil der Islam hat ganz klar gesagt, dass nicht nur von den 73 Sekten nur eine gerettet wird, sogar auch der Islam hat klein angefangen, er wird klein enden, und die sagen immer, er verbreitet sich, immer, die reden sogar gegen ihre eigene Religion. Wie heißt dieser Ägypter, dieser Abdul... Abdul Samad. Ob das mitgerechnet, was er mit dem Bundespräsidenten gemacht hat? Darf ich mal kurz was sagen dazu, zu dieser ganzen Thematik? In Polen haben wir eine nationalistische Partei an der Macht. Ihr wisst ja, was Nationalismus ist. Ist ja schon noch in die, geht ja schon in die rechtsextreme Richtung. Bruder Daniel, ganz kurz, Entschuldigung, ganz kurz. Und zwar, wenn ein Muslim hier ist im Stream und unser Stream ist ja, vielleicht wissen das viele nicht, viele wissen das. Wenn ein Muslim im Stream ist, kann er gerne hochkommen, und wir haben viele Fragen, und zwar, wir bitten euch, Muslime, kommt hoch und verteidigt euren Islam. Wir wollen wissen, wer Allah ist. Okay, Bruder, jetzt kannst du weitermachen. Erfahrung, weil man will ja auch lernen. Also, in Polen gibt es ja die Partei Peace. Und das ist ja eine nationalistische Partei. Ich weiß, Nationalismus ist gerade nicht die beste Wahl. Es ist schon eine rechtsextreme Partei bei uns. Peace. Und die vertretet sehr viele christliche Werte. Weil auch wenn man in die Schule geht. Nationalismus ist ja nichts Christliches, das ist ja das Problem. Die sollten aufhören zu differenzieren, aus welchem Land jemand kommt oder was für eine Hautfarbe ein Mensch hat. Wenn ein Mensch ein guter Mensch ist, dann ist er ein guter Mensch. Wenn ein Mensch Moslem ist und ein gutes Verhalten an den Tag legt, dann haben wir auch kein Problem mit ihm. Wir haben aber Probleme mit Leuten, die aufgrund ihrer Religion Legitimationen finden für ihre Straftaten, die sie begehen, und das dann halt eben hier auch praktizieren. Weil ich zum Beispiel würde mich ja auch ausgegrenzt fühlen, das tue ich bei der AfD zum Beispiel nicht, weil die kritisieren mich nicht aufgrund meines Aussehens oder so, sondern die beurteilen mich anhand meiner Taten.
Taten. Und wenn ich dann in eine rechtskonservative, extrem extremistische Partei komme und die verurteilen mich nur aufgrund meines Aussehens, obwohl ich ja vom Charakter her vielleicht sogar ähnlich bin wie sie, dann habe ich halt ein großes Problem damit, weil wir können ja Menschen nicht, keiner kann ja was dafür, egal wo du geboren wurdest. Das ist der Schwachsinn. Ich will ja noch was dazu sagen. Ich finde die PiS-Partei sowieso nicht gerade die beste Partei, weil die tatsächlich viele, viele Flüchtlinge abgeschoben haben, wieder zurück. Das finde ich auch sehr schlecht, allein an der Hautfarbe und an der Religion zu diskriminieren, das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Tat. Das ist einfach nur purer Rassismus. Bruder, was ist das? Was ist das? Was ist das für eine Partei? Ja, nee, weißt du, was Peace bedeutet? Peace heißt dreckig. Also bei uns heißt Peace böse. Ah, nein, nein. Das Peace-League-Partei, ja. Peace-League, genau. Peace-League. Adler, Bruder, ja, ne Peace-League-Land. Genau, Alter, die NPD wäre auch nichts für mich. Deswegen, aber die NPD, die AfD ist ja nicht die NPD. Das vergessen halt viele, ne? Viele verwechseln dann immer so dieses extrem rechtsextreme. Ja, ich würde noch kurz was sagen, noch schnell. Sag noch das Letzte über die Politik, dann komme ich mit Koran gleich wieder. Ich will über den Schienbein sprechen. Oh, nein, Bruder. Aber nicht, das haben die reingebracht, haben die kriegt Herzinfarkt noch. Oder sag noch deinen Satz. Kein Problem, Bruder. Sag noch deinen Satz, danach geht's weiter mit Abu Schienbein. Ja. Also, das Letzte, was ich sagen will, ist einfach nur, ich finde nur an einer Sache gut an der Partei, dass sie einfach in jedem Staatsgebäude tatsächlich ein Kreuz aufhängen. Das finde ich einfach das Beste auch. Die haben aber auch Adi als Vorbild, ne? Und die ganzen Adi-Jungs, alle, das waren keine Christen gewesen, das waren alles heidnische Götzendienste und weiß ich was. Wer hat den Adolf als Vorbild? Bitte? Wer hat den Adolf als Vorbild? Die NPD, da meinst du? Nein, Adi, Adolf. Ja, aber wer nimmt den als Vorbild? Die meisten, die Polen. Also in Polen sei dieser Nationalismus sehr fortgeschritten und die sind da schon ziemlich rechts. Zum Beispiel, wenn wir Jungs da mal irgendwo in Polen auftauchen würden, mit unserem sündlichen Lächeln, dann würden wir nicht so gut. Gar nicht bestätigen. Ich war in Polen, ich war mit meiner damaligen Freundin und ihrer Familie da in einem Dorf quasi in Berlinek. Ich wurde überall herzlich empfangen. Ich hatte nur einmal Streit mit jemandem, der mochte mich von Grund auf nicht, wahrscheinlich so jemand, aber sonst 99% der Leute dort haben mir überall Wein eingeschüttet und selbst gebrannt. Das war so geil, eigenen Schnaps und so. Richtig geiles Essen, Pierogi immer gegessen, Weihnachtsfest zusammen. Wo warst du? Berlinek, das ist so mehr weiter oben. Nicht in Schlesien, keine Sorge. Okay. Ihr müsst wissen, dass nicht jeder Pole so ist. Ich muss sagen, in den Großstädten ist das wirklich sehr häufig, dass man diskriminiert wird aufgrund seiner Hautfarbe. Ich finde es natürlich nicht gut. Das sind dann immer wie Hobby-Muslime, nur Hobby-Christen, die über das Christentum predigen, aber später auf Ausländer beleidigen und rausschmeißen wollen. Ich finde es einfach wirklich nicht gut, wenn man einfach eine Religion schlecht redet, ohne jeglichen Grund oder generell was. Ich finde es tatsächlich gut, dass sie überhaupt das Christentum verbreiten, aber ich finde es schlecht, dass sie gegen eine Religion schießen, halt ohne so richtigen Grund, versteht ihr? Ja, weil aber die Bibel nicht wie Adler nicht gesagt hat, viele Menschen in Polen sind sehr nett. Ich würde auch jedem empfehlen, nach Polen zu gehen, aber man muss... nicht alle sind rassistisch, also keine Angst. Okay, Bruder, wollt ihr noch was sagen? Weil jetzt würde ich weitermachen mit der Dawa. Genau, unsere christliche Dawa geht jetzt weiter, Bruder. Okay, das hat mich sehr gefreut, Daniel. Das hat mich sehr, sehr gefreut, Bruder. Und dir auch, Kabel. So, lass uns noch über den Schienbein sprechen, Bruder. Ich warte schon die ganze Zeit über den Kickbox-Schienbein. Ja? So. Wir haben hier wieder, warte mal, wer ist das denn hier da? Guck ich mal, wer live kommen kann, außer den Einladungen. Offizieller. So, hier haben wir ein Apple iPhone, der war schon ein paar Mal hier. Mal sehen, ob er sich beruhigt hat, seit 2 Wochen. War er nicht mehr da. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum. Wie geht's? Wa alaikum salam. Warum lacht ihr? Irgendwas Lustiges. Nee, ich würde gerne mitlachen. Ich bin gerade gefrühstückt. Es tut mir leid, ich muss nur alaikum sagen. Ist doch kein Problem. Du hast ja große erwidert. Das ist ja alles in Ordnung.
Wenn du mir sagst, du bist Gott sei Dank schaust, wenn er dir die Gülle verbietet, ist mir den Frieden zu wünschen. Ich darf dir nur das wünschen, was du mir wünschst. Ja, ich meine, wir sind ja alle vom selben Schöpfer erschaffen worden, oder bist du jetzt vom anderen Schöpfer als ich erschaffen worden? Ja, wir haben nicht, wir haben, stopp, warte, wir müssen das, aber Leute, ganz kurz, wir sind nicht vom selben Schöpfer, unser Schöpfer ist nicht euer Schöpfer, aber unser Schöpfer ist auch dein Schöpfer, so ja, musst gut, du sagen, Bruder. Das ist richtig, das waren starke Worte, sehr starke Worte. Wir sind vom selben Schöpfer erschaffen worden, oder gibt es bei euch mehrere Schöpfer? Nee, deswegen erkläre ich gerade, Bruder, guck mal nochmal. Bruder, jetzt guck mal, wir machen langsam. Es gibt nur einen Schöpfer. Richtig. Und dieser Schöpfer, Bruder, heißt Yahweh. Und das ist, also unser Schöpfer ist auch dein Schöpfer, aber dein Schöpfer ist nicht unser Schöpfer, Bruder. Das müssen wir differenzieren. Weil ich zu ihm Allah sage und du Yahweh ist das andere. Nein, Bruder, nein. Dein Allah sagt, dass wir, wenn wir gerechte Muslime sind, 72 Jungfrauen bekommen mit schwellenden Brüste. Und das gibt es bei uns nicht, Bruder. Steht das im Koran? Glaubst du an die Hadithe? 72. Glaubst du an die Hadithe? Dann lies jetzt Sure 78, Vers 33, da steht Jungfrau mit schwellenden Brüsten. Und wenn du jetzt sagst, du glaubst nicht an die Hadithe, dann bist du raus. Ach so. Glaubst du an die 72 Jungfrauen oder nicht? An die 72 Jungfrauen. Ja oder nein? Nicht, ja oder nein? Wie bin ich raus? Schmeißt mich dann aus dem Stream raus? Nein, du bist raus, dann bist du ein. Aus dem Islam. Nein, dann bist du ein Murtad. Du bist aus dem Sunnitentum raus. Ja, bist du ein Schia? Ja, warte mal, wir machen doch keinen Schia. Ich bin auch kein Schia. Ja, dann bist du ein Gottloser. Nein, wieso bin ich ein Gottloser, wenn ich an Gott glaube? Und wenn ich wie heißt dein Gott? An den Koran glaube. Gott? Ja, wie heißt dein Gott? Gottlos. Ja, wie heißt dein Gott? Lach. Allah. Ich kann auch Gott zu ihm sagen. Ich kann auch Koran zu ihm sagen. All ist ja dann der Artikel. Es ist mit allem dasselbe gemeint. So, dann fangen wir wieder von vorne an. Nein, ganz kurz. Habibi, wir machen Adler, warte kurz. Wenn ich dem Allah sage, Apple, Gott sage. Apple, guck mal, Apple, guck mal, dann machen wir wieder von Anfang an. Wir müssen jetzt wieder zurück. Nein, wir müssen jetzt wieder von Anfang an anfangen, weil ich habe gemerkt, nein, nicht Spielerei. Guck mal, nochmal von Anfang an. Du bist ein Muslim, du glaubst an Allah, stimmt es? Ja. So, und du weißt, Bruder Harold, ich wusste nicht, diese muss ich lachen. Wenn ich Harold sehe, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich liebe euch alle, ja. Ganz gut. Ich muss euch mal sagen, an wem mich Harold erinnert. Aber ich will jetzt nicht beleidigen. Sag, alles gut. Hast du eine Katze, Harold? Aus dem Nichts aufgetaucht, Janine. Hast du eine Katze? Hast du eine Katze? Eine Katze, ja. Ich habe einen schwarzen Hund. Ach so, okay. Du siehst ein bisschen aus wie Gargamel. Aber soll ich dir was sagen, Bruder? Bruder, es gibt einen Hadith, wo wirklich... Okay? Es gibt einen Hadith. Verstehst du das, Bas oder Harun? Harut, nicht Harun, alles Bruder. Harut, Bruder. Verstehst du das, Spaß, oder? Ja, alles gut. Aber Bruder, alles weißt du, was damit gemeint war mit dem schwarzen Hund? Ja, na klar, weil ich Hadith wieder... Ja, was steht denn da? Der sagt Hadith wieder. Bruder, hast du einen Hass auf Hadith bekommen, so wie nein, Ali Mordai? Nein, Bruder, wenn jemand an Hadith glauben möchte, soll er daran glauben. Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? An Sahih Bukhari, Sahih Muslim, glaubst du daran? Bruder, ich glaube an den Koran. Ich glaube, dass im Koran gute Lehren drinstehen für den Menschen. Ja. Verstehst du? Nachdem man sich halten kann. Also egal, glaubst du an die Hadith, Bruder, oder nicht? Ich will es nur verstehen. Bruderherz, da sind komplizierte Hadithe drin, an die ich nicht glauben kann, laut meiner Logik. Adler, warte ganz kurz, Bruder. Wir bleiben sachlich. Warte, Adler. Harut, kannst du mir einen Gefallen machen? Du kannst ja kurz was vorzeigen. Ich habe es zwar auch, aber Sahih Muslim Buch 4, Hadith 1034. Kennst du den, Harut? Bruder, jemand muss uns helfen. Mein Handy ist in Reparatur aktuell. Überliefert von Abu. Ich kann keine Quellen zeigen. Okay. Überliefert von Abu Huraira. Leute, ganz kurz. Sahih Muslim. Ja, das ist ein großer islamischer Gelehrter. Dankeschön. Ich lese dir was vor, okay, Habibi? Weißt du es besser oder weiß Abu Huraira besser? Aber jetzt sage ich dir mal kurz, bevor du anfängst, ja? Ja. Der Koran wird ja. Das ist ja... Nicht doch dein Bruder. Ich habe nur nicht mal vorgelesen. Habibi. Ja, warte doch mal. Der Koran ist doch Wort Gottes. Ne? Ja. Und dann lese ich den Koran und ich verstehe den.
und dann heißt es, ich verstehe ihn nicht richtig. Das heißt, ich muss mir ein Tafsir holen. Dann brauche ich den Koran doch gar nicht mehr zu lesen. Dann lese ich ja nur noch Tafsir. Oder das ist euer Problem, nicht unser Problem. Wir machen ja, und ich sage, deswegen lese ich die Tafsir gar nicht. Ich lese einfach den Koran. Ja, da bist du ein Koranit. Dann bist du ein Koranit. Wieso bist du ein Koranit? Weil du die Hadithe und die Tafsire nicht annehmen willst. Wer hat das jetzt erfunden, Koran? Ja oder nein, Bruder? Nicht. Guck mal, wie schweifen ja, vom Thema ab. Nimmst du die Hadithe an, Bruder? Nimmst du die Hadithe? Ich habe auch diesen Leuten im Guck mal. Nein, Bruder, wir schweifen vom Thema ab. Guck mal, diese Spielchen geben wir mir nicht. Guck mal, Bruder im Adam. Nimmst du die Hadithe an oder nicht? Bruder, die zum Koran 100% Spaß. Sahih Muslim, nimmst du ihn an? Sag mir mal den Hadith. Entweder du nimmst Sahih Muslim, deswegen heißt es ja auch Sahih Muslim und Sahih Al-Bukhari. Bruder, ja, Bruder, wenn du Sahih Muslim nicht annimmst, ja, irgendwelche Hadithe daraus, dann bist du einfach nur nicht mehr Sunnit. Okay, das heißt, du nimmst Sahih Muslim an. So, kann ich vorlesen, Bruder? Du nimmst Sahih Muslim an. Bruder, wir haben. Warte kurz. Bruder, das ist. Bruder, guck mal. Ja. Das ist die Kopie von der 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 Kopie von Alimor. Ja, entscheid dich jetzt mal. Wir haben schon einen Koraniten, der Alimor, der ist genau hier. Ich habe ihn schon zugehört. Ich habe ihn schon mal zugehört, dem Alibor. Aber nicht Alibor, Alimor. Alimor Dai ist da. Er ist sofort da, Jani. Er ist direkt da. Der springt kein direkt Problem hoch, Bruder. Also der springt sofort. Weil er trinkt oft mit uns gerne Chai, Bruder. Und wir auch gerne mit ihm. Das hat jetzt paar Sekunden gedauert. Weil wir haben jetzt Sommer. Er fährt ja sehr gerne Fahrrad. Wir kennen ihn. Wir lieben ihn. Genau. Ja? Und er ist jetzt da. Und guck mal, jetzt musst du erstmal mit ihm abklären, was denn jetzt? Entweder richtig nur Koran? Gut. Ja. Weil er und macht dich jetzt fertig. Ich sag euch mal was. Er macht dich jetzt fertig. Mal, Harut, wir bleiben jetzt still. Wir stummen uns und wir essen jetzt unser Baklava, Bruder. Nein, und Harissa. Harissa essen wir jetzt, Bruderherz. Harissa und Tee und wir sind jetzt ruhig. Yalla. Alimor, klär es jetzt mit Apple ab. Yalla, ab jetzt. Wir essen jetzt Harissa. Bitte. Bitte. Assalamu alaikum, Ali Modaye. Assalamu alaikum, Ali Modaye. Alaikum salam. Bruder, willst du Harissa oder willst du Baklava, Halim? Ganz gut. Ali Modaye, bist du zufälligerweise zum Sunnitentum konvertiert? Ich wollte eigentlich vorher hoch Anfrage stellen. Ja. Aber da war Abu Khanjar nicht da und ich wollte unbedingt, dass Abu Khanjar da ist. Danke, Harissa. Danke. Therapie, Janine. Hast du. Ehrlich, ich sag dir auch warum. Ja, Bruder. Ja. Weil vorher ist was passiert, das hat mich so aufgeregt. Ja, und ich wollte wirklich, dass, weil Abu Khanjar nicht da war, wollte ich nicht anfangen. Erzähl, Bruder, erzähl. Guck mal, Abu Khanjar, wenn ich jetzt dich frage, jetzt aber eher, du bist ehrlich, deshalb frage ich, sag ich es dir. Ja. Schau her, und eigentlich Adlerblick und Hardau, aber du bist ja neutral, weil du nicht dabei warst. Okay. Mhm. Deshalb dich, die anderen zwei waren ja da. Die haben vielleicht das auch nicht gecheckt. Guck mal, vorher ist was passiert, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, was ich eigentlich nicht kenne. Weil ich weiß, dass religiöse Menschen, du weißt, wie ich denke. Ihr seid ehrlich, wenn es stimmt, stimmt. Wenn nicht stimmt, sagt ihr nein, fertig. Da kann kommen, was will. So bin ich ja eigentlich auch. Vorher ist was passiert, da ist einer hoch, also live oben bei Harut. Dann war der Scheich da, der Scheich Beauty, der ist immer noch, der hat noch im Blut zu viel dieses von früher, glaube ich, zeigt er einem irgendwas von Google, dass der Koran, obwohl ich es ihm schon mal gesagt habe und erklärt habe, dann hat er mir recht gegeben, aber heute schon wieder mit dem gekommen, hat er gesagt, der Koran sagt, dass schwarze Menschen scheiße sind. So auf die Art, also nicht direkt scheiße, aber nicht. Im Koran hat er gesagt. Dann hat der Junge gesagt, zeig mir es aus dem Koran. Und dann sagt er ihm doch, siehst doch, hier steht 9,61. Wenn jeder jetzt, ich glaube, das war 9,61, ich habe sogar extra aufgeschrieben, ich weiß bloß nicht, wo der Zettel ist. Dann hat es mich aufgeregt, weil er wusste, dass da nichts von schwarzen Menschen steht, hat er ihm das gezeigt. Das hat mich wirklich aufgeregt. Dann, wollte ich hoch, aber ich konnte nicht, du warst nicht da. Dann habe ich gedacht, das hat mich so aufgeregt, wirklich. Das hat mich wirklich, wirklich so aufgeregt. Dann ist der Hamdi hoch. Dann habe ich ihm, glaube ich, 100 Rosen oder was. Mich interessiert doch nicht, wie viele
Brose, die ich jemandem schenke. Dann kommt auf einmal der Adlerweg, der da unten, der Sunnite, und sagt zu mir, ob ich Sunnite, fragt den Hamdi, ob ich Sunnite bin. Und ich schreibe, nein, ich bin nicht, ich bin immer noch, und der Hamdi mag mich nicht, das weiß ich ja auch. Genau, genau. Aber das habe ich getan, weil der Scheich da mit Absicht das getan hat. Und er wusste, dass es nicht im Koran steht. Der hat nur zu ihm gesagt, es steht im Koran. Obwohl er ihm da, sah ich, irgendwas aufgemacht hat. Das finde ich nicht schön. Das würde ich, Abu Khanja, wenn ich zu dir sage, hey, hier steht im Johannes, was weiß ich, drei irgendwas. Du erklärst mir. Dann sage ich, okay, ich habe es falsch verstanden. Jetzt weiß ich, da du ja ein Christ bist, lerne ich doch das von dir. Ja. Ne? Dann sagst du zu mir, Ali, pass auf, nein, du hast es, das gibt bei uns genauso Verse mit Verse und so. Dann erklärst du mir das, guck, das ist so und so. Und dann kapiere ich das. Das würde ich niemals einen anderen Christen jetzt, wenn er kommt, der nicht so viel Ahnung hat, würde ich zu ihm niemals sagen, komm mal her, was steht dir? Wenn er eh nicht weiß, wie du, das darf man nicht machen. Und das hat mich wirklich aufgeregt. Aber Ali Moday, das kann ich verstehen, aber ich glaube, der hat sich doch schon mal entschuldigt, der Sheikh, sofort, als er gemerkt hat, dass das falsch war. Ich glaube, Harut, der würde sich sofort entschuldigen. Du weißt, ich debattiere mit euch nicht. Ich habe auch letztes Mal ich sag dir ehrlich, ich habe auch letztes Mal zum Abu Ghadib gesagt, guck mal, Abu Ghadib, der hat mich gesagt, wieso hast du mich beleidigt? Habe ich gesagt, ihr beleidigt mich immer. Kafir. Mein Glauben meiner, dein Glauben dir. Ich sag doch gegen euch auch nichts. Wenn ich aber ein Hadith lese, was mir nicht passt, dann ist es so. Aber ich debattiere weder mit einem Christ, mach den Christ schlecht, noch mache ich irgendwas anderes. Ich verspreche dir, ich mache euch nicht, ich will nie wieder über euch was reden, wenn ihr mit mir Kafir sagt. Und ich entschuldige mich für das, dass ich vielleicht hart reagiert. Aber ich will nicht mehr das Wort Kafir hören. Ich bin das nicht. Und die anderen auch niemand. Das weiß nur Gott. Fertig. Ich möchte kurz dem Ali mal etwas fragen, weil das habe ich heute erst so richtig erfahren und selber nachgeschlagen. So wie wir hier sehen, das ist ein echter Koran. Ich habe noch mehrere Koran-Versionen mit zu Hause. Ja. Yeah. Weißt, der hat irgendwas wahrscheinlich von dem Ahmed Lahmed. Weißt, der sieht da was von Ahmed Lahmed und kommt hierher und denkt, jetzt kann der das auch. Das ist nicht schön, sowas. Das ist nicht schön. Sie haben sich Adlerblick, dein Internet. Adlerblick, dein Internet. Also allein den einzigen Gott. Also, wieso wird hier der Sohn der Maria, der Messias, also der Herr Jesus Christus, Al-Messi, wieso wird er hier als einziger Gott? Wie bitte nochmal, welche Sure ist das? Wenn ich dich nur verstehe. Bruder, du hast kein Netz, man hört dich gar nicht. Adlerblick. Adler, man hört dich nicht, mein Lieber. Du hast aktuell sehr starke Internetprobleme. Ayildiz Leitung, Ayildiz, Bruder. Aus Armenien haben die Internet kaputt gemacht bei dir. Achso, hier. Mach das mal jetzt besser. Wollte ich auch noch was sagen. Ja. So. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zum Herrn genommen. Ganz genau. Außer Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Also, was sollen wir jetzt daraus herleiten? Also, sie haben sich die Leute zum Herrn genommen, außer den Gott, also Allah, und den Sohn der Maria, also den Herrn Jesus Christus. Ich schreibe mir das kurz auf, ich gucke es mir nachher, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ich habe es selber erst gestern gelesen. Kann sein, und da habe ich mich so gefragt, was würde denn jetzt Alimo dazu sagen? Ich sag mir nur bitte, welche Vers, ich schreibe mir das. Sehr gut, Alimo. Das mag ich an dir wirklich, wenn du es in dem Moment nicht weißt, einfach lesen und danach kannst du wieder hoch, also nächstes Mal reinkommen, gerne. Ja, gerne, wirklich, Alimo. Ich würde niemals sofort antworten. Aber sehr gut. Wenn ich etwas weiß, dann sage ich, wenn ich etwas richtig nicht weiß, dann sage ich, absolut, ich bin kein Prophet. Das ist gerecht, Bruder, das ist ehrlich. Dann gebe ich das dir ist die Suche. Dann sagst du zu mir, ist es okay oder ist es für dich nicht okay? Du siehst es anders, ich sehe das absolut, so fertig. Absolut, Bruder.
Das ist Adler. Die Sure 9, Vers 31. 931, okay. Ja. Okay. Ganz kurz, Apple, Dankeschön. Hörst du mich? Apple, hörst ja, du mich? Darf ich mal ganz kurz was zu dem Thema vorhin sagen? Aber Bruder, ganz kurz, bevor wir weiterreden, kannst du mir jetzt sagen, nimmst du jetzt Muslim erstmal an? Wir sind da stehen geblieben. Ich habe paar Hadithe, die kann ich nicht annehmen. Aber du hast doch gar keine Berechtigung drauf. Ja, habe ich nicht. Aber wieso habe ich keine Berechtigung drauf? Wenn ich weil entweder nimmst du die Hadithe mit Sahih Muslim und Sahih Bukhari erstmal, entweder du nimmst sie an oder nicht. Du kannst dich rauspicken. Das geht nicht. Was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Du bist ja kein Ahl Halul. Natürlich, das, was zum Koran passt, das kann ich das annehmen. Das geht schon. Und was nicht zum Koran passt, Alim, so ist es ja, so ist es ja geregelt. Welcher Rechtsschule gehörst du an? Gar keine. Ja, da müsst du, ja, okay. Da müsst du, also laut Islam ein Kaffee. Ja, gut. Ja. Nee, ehrlich, ich meine es nicht böse, Apple. Bitte. Apple, ganz kurz, versteh weißt mich du, nicht falsch. Ich habe nichts gegen alle dich. Alle Menschen in Schubladen haben. Apple, Bruder, ganz kurz, bitte. Versteh mich nicht falsch. Alimo kennt mich. Ja. Ich liebe Alimo. Das ist so ein netter Mensch. Das ist unglaublich. Nein, ich weiß. Also, du redest mit mir, ich rede. Ich weiß. Ich will dir nur sagen, guck mal, ich liebe sehr, sehr Alimo, weil er sehr respektvoller ist. Also, du, Apple, versteh mich nicht falsch, wenn ich sage, laut Islam bist du ein Käfer. Also, ich meine jetzt nicht wie nicht Alim, wie Alim, wie nicht Ali, sondern laut den Rechtsschulen, ja, laut den vier Rechtsschulen der Sunniten bist du raus. Das wollte ich damit sagen. Alles gut, Bruder. Sein, aber ich lebe immer noch, oder? Ich lese dir mal was vor. Die vier Rechtsschulen können bestimmt nicht über mich richten. Guck mal. Apple, sprichst du Arabisch, wenn ich fragen darf? Okay. Aus welchem Land kommst du ursprünglich, wenn ich fragen darf? Das ist ja egal jetzt, aus welchem Land. Ich bin aus asiatischen Teil, sagen wir es mal so. Okay. So. Guck mal, du lässt mich ja nicht aussprechen, ganz kurz, ja? Bevor du fortfährst. Ja, es gibt kein christliches Land auf dieser Welt und kein islamisches Land auf dieser Welt. Okay. Kein Land der Welt hält sich an islamische Werte und an christliche Werte. Okay. Dann frage ich dich, wann gibt es das denn? Weil ihr vorhin darüber geredet habt. Kein Problem. AfD, wie kann AfD, was ist denn mit Saudi-Arabien? Was ist denn mit Saudi-Arabien? Saudi-Arabien auch nicht? Bruder Herz, wenn hörst du mich? Was meinst du zu Saudi-Arabien? Ja oder nein? Ja, also jedes Land, guck mal, das Ding ist der, okay? Für mich, ja, für meinen logischen Verstand, ja, gibt es überhaupt keine Grenzen. Allah hat uns keine Grenzen gesetzt auf dieser Welt, ja? Ja? Und wir müssen. Aber Apple iPhone, was ist mit Saudi-Arabien? Bruder Herz, du siehst doch, was da abgeht mittlerweile. Ja, halten die sich an Islam? Haben die Scharia? Nein. Haben die nicht. Aber halten die sich an die islamischen Gesetze? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wenn Menschen unterdrückt werden, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Egal, ob du Christ bist oder egal, was du bist, wenn du unterdrückt bist, das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Das hat doch mit dem Christentum nichts zu tun. Wir schweifen vom Thema ab, Harut, Bruder. Wir schreiben nicht vom Thema ab. Guck mal, jetzt mal andere Geschichte. Ja? Islam hat auch nichts mit Islam zu tun, Janni. Islam hat nichts mit Islam zu tun. Der Koran hat mit Koran nichts zu tun. Sunna hat mit Islam nichts zu tun. Schia hat mit Islam nichts zu tun. Koran ist das Hauptding von allen Muslimen. Das verbindet ja alle Muslime. Der Koran und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, verbinden ja alle Muslime. Im Gegenteil, also der Koran verbindet sie nicht alle, weil zum Beispiel jetzt die Schia... Es gibt keinen Muslim, der nicht... Ja, ich erkläre dir. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aliviten gehören auch zu den Muslime, weil sie eine... Ja, aber die sagen selber von sich, dass sie keine Muslime sind. Bruder, lass mich doch kurz ausreden, Bruder Herz. Die Aliviten, es ist eine schiitische Strömung. Also Aliviten ist eine innerhalb der Schiiten eine Strömung. So. Die Schia sind für Sunniten Käfer und für Schiiten sind Sunniten Käfer. So, jetzt, wenn du sagst, der Koran verbindet alle Muslime, stimmt nicht. Im Gegenteil, der Koran spaltet sogar die Muslime untereinander. Warum denn? Ich habe es dir doch gerade eben erklärt. Die Schiiten sehen die Sunniten als Käfer und umgekehrt genauso. Warum? Weil sie den Koran ganz anders auslegen und haben ganz andere Hadithe. Die Gelehrten Hadithe. Legen es anders aus. Das ist es. Bruder, die Gelehrten. Genau, Bruder, das guck mal, du willst es nicht verstehen, haben. Du willst es vielleicht nicht verstehen, aber wenn du sagst, der Koran verbindet sie, ist es widersprüchlich, weil gerade der Koran sie spaltet. Warum? Sie legen es anders aus als die anderen, weil die haben Hadithe, Bruder. Sag was ich die anderen doch, nicht. Das sind die Gelehrten und nicht der Koran.
Bruder, wenn der Koran sie verbindet, nein, stopp. Bruder, wenn der Koran sie ja verbindet, ja, alle quasi verbindet, ja. Warum ist es kein, warum ist es kein islamisch? Es gibt keine muslimische Umma. Es gibt nur eine sunnitische Umma oder eine schiitische Umma. Richtig. Aber es gibt keine Richtig. Islamische Umma. Wenn du von einer islamischen Umma redest... Wenn jeder behauptet, von sich im Recht zu sein. Bruder, wenn man von einer islamischen Umma spricht, dann müssten quasi alle Muslime sich als Familie sehen. Tun die aber nicht. Also tut ihr, das meine nein, ich. Dann tut der Koran sie nicht alle miteinander verbinden. Nicht der Koran. Da sind die Gelehrten, die das machen, meine Bruder, verstehst du es gerade immer noch nicht? Abu Ghanjar. Warte, Abu Ghanjar. Oder ich habe eine ganz kurze Frage von euch, Alimo oder von Apple. Ja, bitte. Ich bin nicht so im Thema Islam drin. Ich würde einfach mal kurz wissen von euch beiden, ob ihr mir kurz mal erklären könnt, wer Mohammed ist. Das ist die einzige Frage, die ich jetzt habe. Von euch beiden. Weil durch den Internet verstehe ich nicht so ganz. Versteht ihr? Musst du einen Gelehrten reinholen. So. Guck mal, Mohammed ist unser Prophet. Aber du hast doch erstmal gesagt, die Gelehrten spalten die Menschen und jetzt sagst du, du musst einen Gelehrten reinholen. Hä? Durch Erzengel. Hast du die manchmal selber zu? Oder der widerspricht sich. Du hast drei Sekunden vorher Apple iPhone, du hast drei Sekunden vorher noch gesagt, das sind Gelehrten, die uns spalten. Und jetzt sagst du, holt einen Gelehrten rein, um zu erklären, wer Mohammed war. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja gut, Mohammed ist unser Prophet. Mohammed, du sagst, warum meint er ein Gelehrter? Muss jetzt reinkommen. Wie hat Mohammed gelebt? Was hat Mohammed getan? Was macht Mohammed zu Mohammed? Wie hat Mohammed den Islam verbreitet? Das ist 1400 Jahre her. Verstehst du das schon mal? Ja, glaub doch nicht. Ja, und nicht alles ist authentisch, was da überliefert wurde, meiner Meinung nach. Ja? Deswegen brauchst du Gelehrten, die das beurteilen. Gibt es noch jemand anders, wo hochkommen will, Harut? Bruderherz, dafür habe ich den Koran, den er uns gebracht. Also, der hat uns ja den Koran gebracht. Apple oder Alimo? Ja, ihr müsst doch wissen, wer wohl Mohammed ist. Weil wir Christen wissen auch, wer wohl Jesus ist. Aller Muslime. Ein Prophet, ja, ich will ihn ausreden lassen. Auf welche Weise? Was hat er getan? Was hat er für Wunder? Wie hat er den Koran übernommen? Ich lasse den Apple iPhone ausreden und dann gebe ich dir vielleicht eine Antwort. Red du, Bruder, zuerst, komm. Das ist sehr nett von dir, weil von Erwachsenen zu Erwachsenen kann man ja normal reden. Ja. Natürlich. Mit mir sowieso. Ich bin 80. Laut meinem Bild. Unser Gandalf. Unser türkischer Gandalf. Also ich erklär's dir ganz kurz. Das ist der letzte Prophet, was gekommen ist. Laut Koran. Mashallah. Fertig. Mehr muss man doch nicht über ihn wissen. Und was wir wissen, steht auch im Koran. Seine Lebensweise steht im Koran. Seine Art, sein Charakter steht im Koran. Wenn ich es woanders herhole, wenn ich jetzt sage, irgendwas von Hadith, kann ich dir nicht beantworten, weil ich die Hadith ablehne. Wenn du über Hadith was fragst, darfst du mich das nicht fragen, weil ich davon keine Ahnung habe. Dann musst du einen holen, der davon Ahnung hat. Ich kann das nicht beantworten. Oder so. Harut, hörst du mich, Bruder? Ja. Das ist eine vernünftige Antwort. Sehr gut. Also, Daniel, ganz kurz. Ich hab denen versprochen, ich will nichts mehr über ihre Hadithe reden. Ich habe das gesagt und fertig. Ich will darüber auch nicht diskutieren noch. Ich habe nur gesagt, die sollen mir einfach nicht mehr Kafir sagen. Die sollen niemanden beleidigen. Sie sollen ihr Glauben bleiben. Ist auch dein gutes Recht. Ist absolut dein gutes Recht, Ali. Ich habe gesagt, ich werde das nicht tun und fertig. Ich liebe alle Menschen. Alle Menschen, die zu mir so kommen, gebe ich denen dreimal das Gleiche zurück. In guter Weise und fertig. Ich will nichts von jemandem, dass er seine Religion wechselt oder irgendwas. Genau. Lass mich und ich lass dich und fertig. Mehr will ich nicht. Was ich sagen wollte, ne? Wir wollen auf jeden Fall, und viele unten schreiben auch die ganze Zeit, wir wollen auf jeden Fall, dass du Christ wirst. Wir wollen dich einladen, so Gott will, aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Du hast auch eine ehrliche Antwort gegeben. Du hast sogar selber gesagt, wenn ich Fragen habe, dann komme ich zu euch und richtig. Wenn, dann mache ich das vom Herzen. Harut, das war weil richtig. Dann kommt es von Herzen. Und Harut, ich wäre ein Heuchler, wenn ich nicht mal den Koran 100% kann, dann schon wechsle. Was sage ich dann zu den anderen? Verstehst du, was ich meine? Dann könnte ich nichts sagen, weil wenn heute einer zu mir sagt, ich bin ein Ex-Muslim, aber ich frage ihn Sachen und er weiß nicht alles, dann sag doch nicht Ex-Muslim. Sag einfach, ich war in der Religion,
hat mir nicht gefallen, ich bin dann rüber gewechselt. Fertig, ist doch in Ordnung, ist doch gar kein Problem. Diese Ex-Muslim ist ja, diese Ex-Muslim, jetzt guck mal, wenn zu uns jetzt einer kommt, der ist Christ, aber hat gar keine Ahnung von Bibel und sagt, ich bin Christ gewesen, dann war er kein Christ für mich. Wenn du, Harut oder Abu Khanjad, kommt und sagt, ich will jetzt Muslim werden, dann sage ich, das ist ein Ex-Christ, weil der kennt seine Religion, hat trotzdem davon nichts gehabt und ist selber gekommen. Und ich habe ihn nicht gezogen, sondern er kommt. Bruder, du weißt, was du meinst. Du hast im Prinzip recht. Aber wenn wir jetzt über den Ex-Muslim sprechen oder andere, wo sich so nennen, ja, wir wissen nicht, ob die wirklich Ahnung hatten davor oder nicht. Wissen wir nicht. Richtig. Aber Fakt ist, wenn sie sich als Ex-Muslim sehen, weil sie einen muslimischen Hintergrund hatten, haben sie das Recht zu sagen, ich war ein Ex-Muslim, weil sie kommen aus einem muslimischen Background, und wenn sie sagen, sie haben sich wirklich mit dem Islam beschäftigt und sind jetzt raus, dann müssen wir das annehmen, dass sie Ex-Muslime sind. So. Ja. Jetzt wollte ich noch ganz kurz zu Apple was sagen, Bruder. Herz, tut mir leid, Animo. Ja, kein Problem. Abu Khanjad, kein Problem. Danke, Bruder. Was, Apple? Ich komme nicht zu Wort. Okay. Kein Problem, Apple, du darfst jetzt, Apple, du darfst jetzt reden. Apple, iPhone, du darfst jetzt reden. Wir haben 1:30. Es sind Respekt an die Zuschauer. Immer noch fast 200 Leute drin. Jetzt darfst du reden. Gerne. Ich würde was sagen. Guck mal, ich bin nur deswegen reingekommen, weil er gesagt hat, dass die Christen verfolgt werden und dies, das. Wir Muslime werden doch auch überall verfolgt. Jeder wird verfolgt. Christen werden verfolgt. Muslime werden verfolgt. Buddhisten werden verfolgt. Es war schon immer in der Geschichte so, dass man Menschen verfolgt. Wir werden gerade in China sind Uiguren im Konzentrationslager. Aber weißt in du warum? Aber weißt du warum? Ich muss dich jetzt unterbrechen. Stopp. Ich muss dich jetzt leider unterbrechen. Oder ich muss dich jetzt leider unterbrechen. Weil wenn eine Sache nicht stimmt, muss ich leider Gottes muss dich unterbrechen. Sag doch, was nicht stimmt. Die Uiguren, was du gerade gemeint hast, da muss ich dich leider unterbrechen. Ich weiß nicht, wie informiert du über die Uiguren, über die Situation Bescheid weißt. Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Ich habe Bericht von Uiguren gesehen, die hier in Deutschland sind, die darüber berichtet haben, sehr was gut mit denen passiert in China. Sehr gut, Heuchler. So. Also lügen alle. Viele davon auf jeden Fall. So. Uiguren möchten erstens mal eine Unabhängigkeit, auch genannt Ost-Turkestan. Erstens. Dann gibt es noch innerhalb der Uiguren eine Strömung, eine islamistische Strömung, die mit dem IS kooperiert und sympathisiert. Sie haben Anschläge ausgeübt. Es gibt Videos, wie sie Anschläge in ihren Stammesgebiete quasi ausgeführt haben. Ja. Wenn ich sage Attentate, dann sind es Attentate, es gibt Videos. Ja. China diskriminiert, wie du schon sagst, nicht nur Uiguren, sondern alle. Für China gibt es keinen Unterschied zwischen Muslim oder Nicht-Muslim. Gestern haben wir gesehen in Äthiopien, wie Moscheen niedergerissen werden in Äthiopien. Sehr gut, guck mal. Verstehst du, das ist hier überall auf der erklären, Welt. Bruder, stopp, ich muss dir nur erklären. Ich muss mich diskriminieren lassen, weil ich... Ich muss dir deswegen, ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, Bruder. Wenn ich nach Los Angeles fliege, weißt du, was die mit mir alles machen? Bruder, jetzt. Ganz kurz. Bruder, lass uns doch sachlich, Bruder, lass uns nicht verurteilen, sondern lass uns doch sachlich sprechen, was in den Ländern passiert. Lass uns... Leute, ganz kurz, ohne Emotionen, lass uns doch erstmal sachlich bleiben. Guck mal, die Philippinen. Philippinen sind fast zu 100% ein christlich geprägtes Land. Das heißt, die Bevölkerung ist so über 90% christlich. So, der ganz Süden der Philippinen, es sind zwei Inseln. Sie sind mehrheitlich von Muslime bevölkert. Das sind zwar nur ein paar Prozent in der Gesamtbevölkerung, aber sind ein bisschen, wie gesagt, die zwei Inseln mit Muslimen. So, sie wollen aber die Scharia einführen. Sie selber sind was? IS-Sympathisanten. Nein, bei denen ist das anders. Ich habe dir doch gerade erklärt, dass es überall diese Politik gibt. Nein, ich will dir nur erklären. Nein, ich erkläre es dir gerade. Egal ob in den Philippinen, China, Nigeria, Libanon, Syrien, Irak, bla bla bla. Ist es nicht ein Zufall, dass überall, ja, wo es Muslime gibt, aber auch diese Extremen auch dort quasi diese Organisation auch gibt und die auch sowas ausführen und jeder von denen, es sind jetzt nicht so Einzelfälle, wo du sagst, ah ja, nur dort und das war's. Siehst du, das gibt's nur dort. Nein, in jedem islamisch geprägten Land, sogar in nicht islamisch geprägten Ländern, gibt es Muslime, die immer wieder einen islamischen Staat fordern. Und das sind nicht wenige. Ja, das gibt es auch in christlichen Ländern, wie in Polen, wie er es gerade gesagt hat.
Bruderherz, Polen, hör zu, bei Polen vermischt sich zwei Sachen. Nationalismus, ja. Nationalismus hat mit dem Glauben nichts zu tun. Bruder, kann ich kurz ausreden, Bruder? Du redest wie eine wirklich, boah, heftig, mit dir sehr anstrengend, Bruderherz. Ganz kurz, Habibi. Guck mal, es gibt viele Länder, warte Daniel, es gibt viele Länder, egal ob es in Europa oder in anderen Ländern, da vermischt sich manchmal der Nationalismus auch mit dem Glauben. Und das dürfen wir nicht. So, wenn du jetzt sagst, auch in Polen, auch in Polen. Bruder, du kannst Polen niemals vergleichen mit IS oder andere islamistische Gruppierungen. Das kannst du niemals vergleichen. Mal, Polen ist dagegen noch, ich sag dir, tolerant. Weißt du, wie viele Tschetschenen Asyl in Polen beantragen? Und die Polen nehmen sie auf. Müssen sie das? Müssen sie nicht? Guck mal, den IS hat die CIA gegründet, okay? Oh, hör auf, Bruder. Nein, hör auf mit dieser Verschwörung. 100%, das ist... Hör auf. Der IS gab schon vor 1400 Jahren, Bruder. Also bitte hör auf mit dieser CIA. Reicht jetzt, ja. Jetzt reicht, Bruder. Raus mit ihm. Jetzt reicht's, ja. Das war jetzt wirklich zu viel, Bruder. Also jetzt CIA. Wahnsinn, ja. Er hat bestimmt ein iPhone-Handy und er hat iPhone weggestrichen und hat selber Samsung draufgeschrieben. Lang, Bruder, wirklich. Also die gab schon vor 1400 Jahren. Also. Man kann nicht einen Terrorstaat mit einem recht demokratischen Land vergleichen, das ein Rechtssystem hat, das wie ein normales Land funktioniert und nicht wie ein Terrorstaat, wenn man nicht muslimisch ist, dass man geköpft wird. Was du sagst, was passiert mit mir, wenn ich dann Los Angeles einreise? Was passiert denn mit dem Schwachsinn, Bruder? Der kann in jedem zweiten Spiel ein Ticket direkt in die USA kaufen. Was labert der? Wirklich, das ist kaum auszuhalten. Dankeschön, Bruder, dass du das beendet hast, Harold. Also, boah. Also diese Verschwörung mit CIA, gab es die auch für 1400 Jahre in Saudi-Arabien, die CIA, oder was ist los? Unglaublich, ja. Ja, gab es die auch in Mekka, die CIA? Gab es in Mekka auch die CIA? Bruder, gab es, habe ich doch heute schon erklärt. Oder wer? Ibn Abbas hat doch bei CIA gearbeitet. Ah, stimmt. Und in Wirklichkeit war er bei Mossad. Wahnsinn, wenn ich sowas höre, ey. Wahnsinn. CIA schon vor 1400 Jahren, Wahnsinn. Die Quraysh, oder was? Egal, warten wir. Er kommt bestimmt spätestens nächste Woche, Mittwoch, kommt er wieder rein. Ja, kein Problem. Da kommt er öfters. Sagst du das auch, Alimo, mit CIA und so Sachen? Ach, lass mich in Ruhe mit CIA und FBI und so. Ich habe mit sowas nichts am Hut. Aber Alimo, das langt irgendwann wirklich. Boah, so anstrengend. CIA hier, Mossad da und oh. Ah, nee. Auch noch so ganze Zeit nimm dir einen halben Aspirin, reicht. Jeter, Bruder, zwei. Ich muss gucken, dass ich mein Buch irgendwann mal kann und kenne und alles andere interessiert mich. Bruder, ich weiß nicht warum, wenn ich dich reden höre, wenn ich mit dir rede, Alimo, dann möchte ich sehr, sehr gerne irgendwo in Ostanatolien, so irgendwo auf den Bergen sitzen, Saz spielen, Bruder, und Tee trinken. Oh ja, das... Gar kein Problem. Guck mal, das ist dieser typische Effekt, wenn jemand therapiert, auf einmal wird er selber therapiert. Das ist Taktik. Ich will ihn nur Dings. Das ist nur eine Taktik von mir, ja? Der Halimo hat's gemerkt. Halimo, es gibt eine Sache, ich will mal kurz den Leuten vorlesen. Ja. Es geht um den schwarzen Stein in der Kaaba, ne? Ja. Was ich sehr interessant fand, es wird von Sa'id ibn Islam bestätigt, dass sein Vater sprach, ich sah, dass Umar ibn al-Khattab den schwarzen Stein küsste. Und er zum Stein sagte, während er ihn küsste, hätte ich Allahs Apostel, dich, also Muhammad, den schwarzen Stein nicht küssen sehen, hätte ich dich niemals geküsst. Was denkt ihr, was hat er damit gemeint? Aber ich gebe bei Hadithe und so keine Antwort. Ich weiß, Bruder, aber ich meine so, was denkst du, wenn du das hörst? Also, was denkst du, was hat er damit gemeint, Omar? Meinst du mich? Ja, Bruder, was denkst du so? Oh, ich weiß, du nimmst nicht an, aber so rein von der vom Inhalt, was du jetzt gelesen hast, was denkst du, was hat Omar damit gemeint? Ich schwöre, ich habe jetzt den Hadith, was du gerade gelesen hast, wollte ich gar nicht hören. Also, ich habe gedacht, du... Nein, ich habe gedacht, du willst das jetzt den Zuschauern vorlesen und die sollen dir sagen, ich habe nicht gewusst, dass du mich meinst. Nee, eigentlich für den Zuschauer, aber ich wollte jetzt dich also quasi einfach nur fragen, wenn man das so liest,
Ja. dass Oman ja gemeint hat, hätte er quasi Mohammed nicht gesehen, wie er den schwarzen Stein geküsst hätte, hätte er ihn selber nie geküsst. Okay, kann ich nichts dazu sagen. Ich denke mal, dass es. Ich. Abu Khanja, wirklich, ich habe. Für mich hört sich das Ich so habe an. letztes Mal, das letzte Mal habe ich denen wirklich, ich habe gesagt, ich werde nicht mehr über ihre, also was die denken, also über Hadithe, ich will dazu nichts mehr sagen, ich mische mich da auch nicht ein, weil das schon fast lästern wäre für mich. Das habe ich denen versprochen. Ich habe nur gesagt, sagt mir nicht mehr Kafir, ich will nichts von euch. Oh, ihr müsst mich auch nicht akzeptieren, aber ich werde auch nicht mehr über eure Lehre, was mir nochmal was dazu sagen. Aber Verstehst du? Kanja, ich Abu habe eine Khanja. Ich Frage. will nichts mehr Ja, über Alima. diesen ihre Ja, Alima. Lehre was sagen, weil ich mich da nicht auskenne. Absolut, und Bruder, ist gut. deshalb habe ich Ja. gesagt, ich läster nicht mehr über denen. Die sollen mir nur noch nicht mehr Kafir sagen. Mehr will ich. Alimo, weißt du, was aber das Problem liegt bei denen? Die können nicht sagen, dass du kein Kafir bist. Die werden das immer noch über dich sagen, weil Leute, die ihre Aber Sunna ablehnen, ihre Hadithe ablehnen, das sind für sie Kuffar. Ganz klar. ja, okay, Adlerblick, aber ich habe denen versprochen, Ja. ich muss mein Versprechen halten. Ob die ihren halten, das ist was anderes. Ich kann nicht, verstehst, ich kann nicht jetzt wie andere werden, nur weil die jetzt ihre Meinung nicht, Meinung ändern oder ihr Versprechen nicht halten, heißt es nicht, dass ich meine Meinung auch jetzt ändere oder mein Versprechen nicht halte. Ich habe denen versprochen, ich werde nicht mehr über die Hadithe reden. Ich will das nicht mehr. Bruder Harut? Hört sich doch an, als wenn er bedroht Ja, worden aber wäre. Fande. Nein, 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 Magst du absolut. Kinderkanzlerin? Ich habe mich sogar entschuldigt, dass ich das Auf getan jeden habe. Fall. Ich will das nicht Schon mehr. lange nicht mehr gegessen. Ich habe gerade eben gegessen, Kein was ich Problem, möchte. Animo. Guck mal, Abu Ja, Khanja, ich danke. habe eine Frage an dich, an diesem Gerne, Hadith. gerne. Und zwar, er sagt, er hätte ich nicht gesehen, dass der Prophet ihn küsst, ja, hätte ich ihn auch nicht geküsst. Genau, Richtig? ja. So, das bedeutet doch eigentlich, im Umkehreffekt hätte er ihn eigentlich zerstören wollen, richtig? Also, meiner Meinung nach, wenn ich es so lese, ist der Stein für ihn wirklich bedeutungslos, wertlos und würde ihn eventuell sogar noch zerstören, weil er ihn als Götzen sehen würde. Weil er sagt ja, hätte ich lese nochmal vor, Leute. Genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich sah, so, warte, dass sein Vater sprach, so, Abu ich, Khanja, ja. Entschuldigung, ich habe Nein, dich sag, gut sag, 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 zugehört. Alimo, sag erstmal, Ich sag. wollte, ich habe letztes Mal dem Harut versprochen wegen dem Alkohol hin und her, der hat aber jetzt ja nicht. Beim nächsten Mal komme ich hoch und dann sage ich das dem ohne Tafsi, ohne Hadise, will ich dem Harut das Tafsion. erklären. Tafsion. Hammer, War das die türkische aber Version oder Harut, von Tafsion? aber Harut, wenn ich dir das erkläre und du siehst Ja. es ein, dann fragst du mich das mit Alkohol nicht mehr. Und du sagst nicht mehr, okay, das ist Widerspruch. Wenn ich es dir Ja. erkläre aus dem Koran. Er kommt darauf an, ob er es annimmt, diese Erklärung. Ja, Also, das sage ich ja. ach Wenn so, es annimmt, ja. wenn das annimmt, natürlich, wenn das Ja, annimmt. gut, wenn er es annimmt, dann ist es halt so, dann braucht er dich ja nicht mehr fragen, darum, weil er es ja Ja, angenommen. Ja, klar, ist ja klar. okay. So, also, ich sah, dass Omar ibn al-Khattab den schwarzen Stein küsste. Und er zum Stein sagte: Während er ihn küsste, hätte ich Allahs Apostel dich, also den schwarzen Stein, nicht küssen sehen. Hätte ich dich niemals geküsst. Hört mal ganz gut zu. Hätte ich dich niemals geküsst, als wäre es ein Gegenstand, wo er sagt, du, niemals im Leben. Niemals im Leben hätte ich, wenn er, sagen wir mal, er meint es jetzt nur einen Menschen, ne? Hätte ich nicht den Gesandten gesehen, wie er dich begrüßt hätte, hätte ich dich niemals begrüßt. Das ist abwertend gemeint. Damit die Leute es Richtig. verstehen, mit niemals, dieses niemals ist ab wertend gemeint, also in extrem negative. Weil wenn da steht, nicht ist eine Sache, aber niemals, hier steht das Wort niemals. Man kann es auch im Arabischen übersetzen, so wie niemals im Leben oder im Arabischen Bahai, also niemals im Leben. Also niemals ist im Negativen gemeint, sehr negativ, also abwertend. Das heißt, es ist nicht nur normal, Harut, das ist wie wenn ich dich ja nicht kenne und sage, hätte ich Leute, meinen ich gehe jetzt Bruder. erstmal in die Dusche, ne? Ich bin in 10, Richtig. 15 Minuten zurück. Ich küsse eure Alles gut, Lassen. Bruder. Denk Bis an uns, gleich. Bruder, wenn du Das duschen ist gehst. übrigens Ich sag's Islam dir, nicht verstanden. Das ist Islam nicht verstanden. Das ist eine sehr schwache Karte, so wie wir sehen, weil sie zieht halt immer vieles aus dem Kontext und redet nur Dr. Zakir Naik nach. Alles gut, Bruder. Deswegen. Kein Problem, Bruder. Ey. Bis später. Geh duschen, Bruder. So. Er macht Wudu. Bruder.
Einmal so berührt, dann einmal die Nase, einmal über die Haare, einmal schön über die Ellbogen, das Gesicht und so, ne? Dann ein bisschen noch so an die Füße am Waschen. Ja, und bis zum Ellbogen, das ist sehr wichtig, dass wir immer bis zum Ellbogen gehen, weil so wie wir wissen, in dem Ellbogen verstecken sich sehr viele Schayatine, die wir dann da entfernen müssen mit dem Wasser. Und immer natürlich morgens nach dem Aufstehen immer dreimal die Nase spülen, weil der Teufel steckt noch in der Nase. Richtig. Genau. Was für ein Schwachsinn her, aber ja. Die kommen alle so von Techno-Clubs, ne? So mit so Hardcore-Musik und so, haben ein bisschen die Nacht den Teufel quasi durch die Nase gejagt und dann müssen sie den halt am nächsten Morgen entfernen. Was ich gemerkt habe, die letzten zwei Stunden ist es sehr ruhig hier, also keiner will irgendwie hoch oder sowas. Hm? Gute Nacht, Alimo. Kein Gute Problem. Nacht, Alimo. So. Gute Bruder, Nacht, Bruder. Also, Gute Nacht, ja. Alimo. Ja, hier ist, hier sind viele Leute drin, sehe ich gerade. Sehr viel eigentlich um die Uhrzeit. Was benutzt ihr euch, Leute? Bruder, geht's hier duschen, sehr ruhig jetzt. Bruder, hier ist sogar ein Scheich drin, ein Schiuch. Ja, hier ist sogar ein Schiuch drin, ich lade ihn mal ein. Nein. Moment. Ich wollte eigentlich direkt zwei Schiuch. Scheich Abdul Kafir und Scheich Schweinfurt ist auch noch da. Ah, die zwei Schiuch, Bruder. Das sind unsere Schiuch. So, ganz kurz zum Thema wieder zurück. Ja, okay. Also, zurück zum Thema. Wenn da steht, hätte ich dich niemals geküsst, ist es sehr abwertend gemeint. An alle Zuschauer, wo zuhören. Es ist sehr abwertend. Das heißt, der schwarze Stein war für Omar nicht nur irrelevant, nicht nur unwichtig, sondern abwertend. Es war für ihn einfach wie eine Götze, kann man schon sagen. Weil wenn er sagt, niemals, ist es sehr abwertend. Oder, Harut, wie würdest du es jetzt quasi, was ist dein Tafsir? Richtig, also in diesem Gedanken, den du gerade gebracht hast, das bedeutet ja, dass er da ist was passiert, sage ich, in dem Moment. Er hat gesehen, dass dass sein Prophet was gemacht hat und versucht, das sozusagen in Worte zu fassen. Weil er redet ja aus seiner Sicht. Mohammed redet nicht, er sagt nichts über den Stein. Ja? Ein anderer berichtet darüber, wie er den Propheten gesehen hat, dass er einen Stein küsst. Ja? Und er sagt einfach, hätte ich ihn nicht gesehen, dass du ihn nicht küsst. Ja, und danach kommt halt diese extrem starke Verneinung. Hätte ich es niemals gemacht. Aber genau, das bedeutet, das ist wie so eine, wie wenn, wenn ein Freund, ja, einem seiner Freundin was verheimlicht, ja, ja, und was zum Vorwand irgendetwas vorgibt und der andere kriegt das erst später raus, ja, und dann sagt er, boah, hätte ich das gewusst, hätte ich dass niemals, du das gemacht hast, genau. Hätte ich das niemals gemacht, du Lügner. Richtig. Und ich habe das direkt gemerkt, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, sehr interessant. Nicht nur, weil er es nicht küssen würde, niemals, Bruder. Da stecken sehr, sehr viel, also wenn man es liest, wenn man es wirklich liest, dann muss man wirklich gut auch verstehen, was gemeint ist. Hallo. Also muss sich genau in der Situation. Assalamu alaikum, Abu Ali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alles gut bei euch? Super, dankeschön. Hallo, mein Bruder. Barakallah. Und vor euch auch. Wie geht's euch? Alles gut? Achi, es geht um den Stein, was ihr könnt, den schwarzen Stein, richtig? Kennst du den Hadith? Hajar al-Aswad. Ja, Hajar al-Aswad. La yanfa' wa la yadur. Richtig? Kennst du den Hadith? Ja, ja. Wo der Rasulallah, er hat den Wert gemacht, den Stein, und da war Omar dabei. Und dann hat er gesagt, der Omar hat mit dem Stein allein gesprochen, hat gesagt, ich werde niemals einen Wert für dich machen, wenn der Prophet keinen Wert für dich macht. Du bist ein Stein, der bringt nichts. Du kannst nicht schaden und du kannst nicht was bringen. Mhm. Deswegen, ich mache das nur wegen dem Prophet. Genau. Findest du es okay? Nein. Das Problem, der Omar hat das gesagt. Guck mal, zum Beispiel, ich bin Moslem. Wenn ich jetzt Mekka gehe und den schwarzen Stein besuche, ohne die richtige Säule wie Muhammad und seine Ali Muhammad zu haben, bringt das mir nichts. Weil, warum? Dieser Stein, der hilft mir nicht, der schützt mich nicht, gar nichts. Und die Kaaba auch nicht. Die Kaaba besteht ein Zimmer aus vier Wänden, sonst nichts. Und die wurde 19.000 Mal zerstört und wieder gebaut. Genau.
Genau, warum kreisen die dann drum und wollen unbedingt den Stein küssen? Die denken, wenn bei uns ist das so, wenn man die Tuf, diese umkreisen. Ich weiß. Das heißt, man macht seine schlechte Taten oder kommt darauf an, welche Probleme oder was du hast in deinem Leben. So, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Sunna, ich glaube an Allah, Muhammad und Ahlul Bayt und die Freunde Abu Bakr und Umar Osman, dann stimmt dein Kaaba nicht, dann stimmt dein Koran nicht, dann stimmt okay, du bist hier, ne? Ja, na? Ich hab mir auch schon gedacht, Schiite, ne? Eine Schiite, ja, eine Schiite. Ja, ich hab's gewusst. Bruder, ja, nee, mal, ja, nee. Vergiss mal, Schia, vergiss mal, Sunna. Wir sind auch alle Menschen. Wir sind, ja, Bruder, Bruder, für uns kein Problem, ich meine nur. Ja, alles gut. Und das Problem ist, um diese Kaaba und den schwarzen Stein und Koran zu bestätigen, 100% von Allah, musst du die Verbindung zu Allah richtig haben. Das ist das. Ach. Also du selber quasi würdest den schwarzen Stein nicht küssen? Wenn ich nicht Ali Muhammad drin habe und die richtige, dann werde ich ihn nicht küssen, weil er bringt mir nichts. Ich, auch wenn ich tausendmal, millionenmal die Kaaba umkreise. Aber Muhammad hat es ja gemacht. Also würdest du es auch machen? Oder? Ja, natürlich, weil ich habe die richtige. Ich glaube an Muhammad und Ali Muhammad. Nein, und Bruder, nein, du hast mich nicht verstanden, Bruder. Das heißt, ja. Lass mal den Hadith jetzt beiseite. Okay. Du als Schia, als ja. überzeugter Schia, der Zwölfer, wahrscheinlich der Zwölfer Imam, ne? Ja, Zwölfer Imam, nach dem Propheten. Also bist du ein Achbari, wenn ich fragen darf? Oder nein, ich bin kein Achbar. Ich lehne ja die Ahl al-Khalaf zum Beispiel Abu Bakr und Umar ab. Das ist klar, genau. Das heißt, dann bin ich vielleicht, wie die sagen, Rafidi oder so, keine Ahnung, aber ich bin Schia. Mir geht es nicht um Rafidi, Bruder. Bist du ein Usuli oder ein Achbari? Ich bin Usuli. Usuli, okay, das wollte ich nur wissen, damit ich genau weiß, was ich mit dir spreche. Ja. Alles gut, Bruder. So, das heißt quasi, du als überzeugter Schia würdest den schwarzen Stein auch küssen. Ja, ich werde den ehren, wie der Prophet ihn geehrt hat. Und wie der Prophet... Auch wenn da kein Sinn dahinter ist? Also auch wenn da kein Sinn ist? Nein, wenn da kein Sinn ist, dann werde ich das nicht machen. Und wo ist der Sinn, den schwarzen Stein zu küssen? Der Sinn ist, ich sag dir, dieser Stein war bei früher, bevor diese Welt existiert, war das ein Engel. Und was? Dieser Engel, ja warte mal, dieser Engel wurde auf dieser Boden, kam hier auf diese Erde und er ist ein Stein. Dieser Stein wird eines Tages, die sagen das jetzt in den Hadithen, und bei uns sagt, dieser Stein ist für mich ein Engel für Amir al-Mu'minin, Ali alayhi salam. Er bezeugt auf dich eines Tages, der wird Augen kriegen, Mund, Hände und Füße. Ich weiß, den kenne ich, den Hadith. So, das ist ein Malak, der bezeugt, ob du gut warst, wie zum Beispiel, du siehst ja bei manchen Muslimen, wenn die beten, haben die Ringe an im Gebet, die drehen die Steine zu sich und dann fangen die an mit Gebet. Weißt du? Aber Bandir oder der andere, könnt ihr mir mal kurz erklären, was die Kaaba ist, weil ich bin wirklich nicht so tief mit Islam beschäftigt, das müsst ihr wissen. Die Kaaba wurde von Imam. Einfach nur kurz sagen, was es ungefähr ist. Die Kaaba wurde von dem Prophet Ibrahim a.s. Ja, und das waren früher die Götzendiener und so. Alles haben die zerstört, außer die Kaaba haben die gelassen. Das ist jetzt nicht so einfach gesagt, wie ich gesagt. Vielleicht die Brüder können besser sagen. Findest du, Abu Ali, findest du nicht, dass eigentlich dieser Kuss des schwarzen Stein eigentlich Götzendienst ist? Ja, manchmal, ja. Ehrlich. Ich rede ganz ehrlich mit dir, ohne irgendwie, ich will dich auch nicht bloßstellen, weil ich merke, mit dir kann man wirklich normal reden. Ja? Ich finde, von der Logik her, Bruder, von der Logik, ergibt es für mich keinen Sinn, weil wenn man den schwarzen Stein, also quasi, wenn man einen Stein küsst, dann habe ich ein Problem mit dem Wort Moahidun. Niemand auf dieser Welt, ja, hat es verdient und wir dürfen auch niemanden anbeten, außer Allah. So, nur der Schöpfer. So, wenn ich dann höre, ja, ich küsse den schwarzen Stein, egal ob Sunniten oder Schia, ist für mich egal, dann ergibt es für mich keinen Sinn, weil das ist für mich paradox. Dann ist es für mich aber Götzendienst, weil du küsst einen schwarzen Stein, der keinen Nutzen hat. Nur weil es der Prophet gemacht hat, machst du gleich nach. Aisha war auch seine Frau, aber Aisha war eine Verfluchte, auf gut Deutsch gesagt. Ja, sie hat die komplette, ja,
islamische, muslimische Umma, ja, gespalten. Gespaltet. So. So, das ist nachweisbar. Das ist nachweisbar. Bruder Harut, hast du die Stelle, Bruder, mit dem Haus zeigen, weil ich habe das andere Handy nicht da, leider. Das wo quasi der Prophet auf ihr Haus gezeigt hat. Ja, kennst du den auch? Den Hadith? Ja, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Wir müssen wissen, dass die meisten Schiiten kennen diesen Hadith. Ich kann auch andere Hadith. Ich kann einen Hadith, wo 150 Personen mit Namen in eine Nacht bei Aisha waren. Ich glaube, irgendjemand hat kein Netz, glaube ich. Ja. Bruder, auf jeden Fall der Stein. Ja, siehst du die ganzen Sunniten, die sagen, meine Mutter Aisha, wenn die in Mekka gehen und diesen schwarzen Stein küssen. Die küssen nicht, wie der Prophet das gemacht hat oder so. Die küssen ihre Mutter Aisha. Ich weiß, Bruder, ich weiß. Und du weißt auch selber, guck mal, du bist hier, aber du bist sehr, sehr ehrlich. Du hast ja gerade selber auch zugegeben, es ist im Prinzip Götzendienst. Also warum machst du das dann, Bruder? Ja, richtig. Oder würdest du es machen? Warum? Das ist das. Weißt du, die machen einen Stein. Im Prinzip, aber bitte schön. Aber dann dürftest du es aber auch nicht machen, Habibi, oder? Nein, ich mach das nicht. Aber ich hab dich doch vorhin gefragt, du hast gesagt, ja, das willst du auch machen. Ich werde das machen, also wenn ich das mache, dann bringt der, der Stein hilft mir, der bringt mir was. Weißt du? Aber letztendlich, wenn der jetzt zum Beispiel der Prophet das gemacht haben, haben das alle nachgemacht. Zum Beispiel bei Ibrahim a.s., da hat er den Teufel 2 oder 3 Mal getroffen mit dem Stein, richtig? Den Teufel. Mhm. So, jetzt siehst du alle im Mekka, alle gehen dahin und schmeißen mit Steine. Mann, ihr schmeißt alle Steine und der Teufel sitzt neben euch und er lacht euch aus, weil ihr nicht getroffen habt. Ja, wo ist der Sinn aber jetzt da, Bruder? Es gibt keinen Sinn davor, auch mit den schwarzen Steinen. Deswegen, ich habe zum Beispiel, ich habe selber noch nie den schwarzen Stein gesehen. Ich habe ein paar Ringe mit schwarzen Steinen, aber das ist nur, die habe ich so an. Das hat eigentlich nicht mit meiner Deutung. Ich habe auch gerade gedacht, so, hä? Ja, aber die Schia haben das wirklich, tatsächlich, das weiß ich. Aber ja, Bruder, ja. Guck mal, im Alten Testament steht geschrieben, dass Gott gesagt hat, die Menschen sollen sich nichts aus Holz und aus Stein machen und das sozusagen anbeten, verehren, beziehungsweise küssen. Das ist doch Götzendienst. Richtig. Weil ich habe ein Hadith von uns, der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt, wer kommt zu Allah mit dem Steinen, ich werde ihn verfluchen. Der ist verflucht. Aber dann widerspricht er euch dann, Bruder. Ja, das gibt's nicht bei uns. Das ist das. Okay, wir machen es anders, Bruder. Okay, wir machen es anders. Ja. Weil du ja Schia bist, macht es eigentlich keinen Sinn, über sunnitische Quellen mit dir zu sprechen. Dann machen wir es anders, Bruder. Harut, kennst du dich ein bisschen aus mit Schia, oder? Oder geht? Bruder Harut, du hast heute mir was erzählt. Ich habe heute meinen Kopf kaputt gehabt, richtig. Und ich bin ein bisschen am Wackeln, wie man sagt. Obwohl das hat noch keiner geschafft, Harut Habib. Das heute mit dir, wo ich mit dir gesprochen, da ist mir viel durch den Kopf gegangen und ich habe ein kleines Problem. Was? Wegen was? Wegen die 4 Frauen und Scheidung und mit dem Zeug. Ach so, das hast du heute mitbekommen? Ja, das war richtig schlimm und ich habe auch mit jemandem darüber geredet und du hast meinen Kopf ein bisschen kaputt gemacht. Hast du mich gehört oder Harut, wo wir darüber gesprochen haben? Doch, der Harut hat darüber gesprochen und das ist, mashallah, also der hat meinen Kopf ein bisschen wach gemacht und so. Aber guck mal, Bruder, ganz ehrlich, ich finde es sehr, sehr schön, dass du das zugibst. Ja. Weil ein Mensch mit einem normalen Menschenverstand, das wollten wir heute, als Harut und ich, also als wir beide heute das angesprochen haben und versucht haben, oder diesen Global TV oder wer auch immer, anzusprechen, habe ich eine Sache gesagt, Harut. Was habe ich gesagt? Wir machen das für wen? Für die Zuschauer. Und er war ein Zuschauer, Bruder. Richtig. Verstehst du, Harut? Das war für mich wichtig, Bruder. Nicht der Global TV ist für mich wichtig, sondern die Zuschauer, weil ich genau weiß, die hören zu. Und deswegen habe ich normal sachlich gesagt, Leute, an alle, wo zuhören, wo ist hier bitte die Logik? Jetzt zu dir, Bruder Herz, zum Beispiel die Mut'a, ey. Ja. Hand ans Herz. Ja. Hand ans Herz. Wallah, habe ich. Ich weiß, du bist sehr ehrlich. Findest du, dass es normal ist? Nein, finde ich nicht normal. Ich habe es auch noch nie angewendet, Alhamdulillah. Glaub dir. Also, ich glaube dir, Bruder, sogar wenn du nicht schwören würdest, würde ich dir glauben, weil du ehrlich bist. Ich frage mich, wenn man das ablehnt,
das ablehnt. Sogar, wenn du die Frau, wie Harut und ich beide heute gesagt haben, nach dritter Mal Scheidung willst du die Frau zurück, muss sie erst quasi heiraten, mit ihm sogar schlafen. Er muss sich dann von ihr trennen und dann darfst du sie zurücknehmen. Jetzt erklär mir mal die Logik von Allah, Bruder, in der Hinsicht. Ja, also ich erkläre dir, weil ich habe ein bisschen mir den Kopf gemacht. Das ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns hier, die Frau ist kein Spiel. Das ist kein Spiel, wo du hingehst, scheiden, warte, zurück. Warte. Bei der dritten Mal muss die Ankaha, ja, da muss einer, das ist eigentlich, darüber zu reden ist einfach, ja. Und Situation, wie das ist, ist schwerer. Deswegen, also, das ist, für mich ist das nur so, dass das, dass man mit den Frauen nicht spielen, jedes Mal scheiden, wieder zurück, scheiden und so. Aber warum? Aber wenn du sie, trotzdem, Bruder, Harut hat ein schönes Beispiel gesagt heute, sagen wir mal nach 10 Jahre später. Ja, du bist so vernünftig und du hast. Ja, ihr wart jung, ihr wart dumm. Ja, richtig. Und du willst sie zurück, und dann sagt sie aus islamischem Recht, Habibi, ich kann dich nicht zurücknehmen. Ich muss erst heiraten, schlafen und er muss mich noch verlassen und dann kann ich zu dir zurück. Wie würdest du reagieren? Und du hast mit ihr 4 Kinder und du liebst sie eigentlich und sie dich eigentlich auch und sie hat in dieser 10 Jahren mit niemandem zu tun gehabt. Verfluchen. Ich werde verfluchen. Aber was willst du machen, Bruder? Das ist aber dein Gesetz. Im Islam. Ja. Was machst du dann? Dann habe ich ein Problem. Dann ist das schlimm. Also, was machst du dann, Bruder? Ich sage dir ganz ehrlich, ich werde weiter forschen. Und wenn ich irgendwer noch ein, zwei Sachen nicht weiter mitbekomme, dann werde ich mir wirklich Gedanken machen, wo ich hingehen, wo ist Subhanahu wa ta'ala. Dankeschön. Und das wollte ich heute ansprechen, weil ein Mensch, Bruder, mit normalem Menschenverstand wird denken, hey, warte mal, das ist doch nicht normal. Ich liebe sie, sie liebt mich. Sie will zurück, geht aber nicht. Also sie muss erst so einen anderen Mann. Wo ist die Logik? Also da mischt sich Allah, Bruder, in Sachen ein, die wirklich keinen Sinn ergeben. Im Gegenteil, er macht daraus wie so ein Spiel. Erstmal das machen und dann das und das und dann erst geht's. Bruder, warum macht man so viele Wege? Warum geht man in so viele Ausfahrten, Einfahrten? Bruder, es gibt nur eine Sache. Willst du sie zurück? Ihr habt es geklärt unter euch. Yallah, geht heiraten. Fertig. Ja, aber wie gesagt, weißt du, wie du gesagt hast, das hat mir richtig Kopf gemacht, ich schwör's dir. Und keine Muslim bis jetzt, keine, egal welche Religion das war. Ja. Und ich bin wirklich sehr, sehr anständig, sehr bodenbewusst, also alles gut. Nur, ich habe noch nie heute wie Harut so ein Gespräch und ich habe mir noch nie so Gedanken gemacht und habe heute, ja Allah, gesagt, warum hast du das gemacht? Ich habe noch nie mit über so Allah seine Sachen mich eingelesen. Dankeschön. Ich habe noch nie gesagt. Dankeschön. Assalamu alaikum, Achi. Alaikum salam. Ah, Wahid, du warst ja auch heute dabei, ne? Wegen dieser Sache. Ja, er war dabei. Das war eins der Lieblingsthemen von Wahid. Wahid, Bruderherz. Ja. Als wir das heute angesprochen haben, ich wusste es. Es gibt normale Menschen, die zuhören und sich Gedanken machen, weil viele lesen den Koran, Bruder, oder hören ihn nur, aber hinterfragen nicht so richtig. So wie der Bruder jetzt, er sagt, heute bei dem Gespräch hat er sich erstmal richtig Gedanken gemacht. Also, hä? Wo ist die Logik eigentlich? Was soll denn das? Ich bin gerade von meinem Bett gesprungen. Ich bin so müde. Ich hab mir gedacht, Gott sei Dank, bei einem ist es wenigstens. Es ist bei ihnen angekommen, Gott sei Dank, aber ich denke bei vielen anderen, weil die werden hinterher fragen, das kommt irgendwann mal richtig an. Ja, das kommt. Oder ganz kurz, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast bei dir, dein Name steht an die Dalil, an Aisha, was weiß ich was war. Du hast Beweise, was Aisha angeht. Ich habe vorher, Entschuldigung, aber Respekt vor euch. Wir sind auch mit Respekt. Ganz kurz. Ich habe wie ich durch deinen Namen hier kenne, du beschäftigst dich sehr viel mit Aisha. Du weißt vieles über sie, richtig? Ja, richtig, 100%. Guck mal, es gibt eine Sura im Koran, da befiehlt Allah, da verbietet Allah den Propheten, dass er keine Frau mehr heiratet und die auch nicht mehr umtauscht. Ja, das hier, das hat mich kaputt gemacht. Ja, diese Umtauschen. Ja, genau, hör mal zu. Ja. Und dann hast du ein Hadith von Aisha, ich weiß jetzt nicht die Quelle ganz genau, aber ich habe mir das schon durchgelesen. Ja. Sie und eine andere Frau von Mohammed haben beide bestätigt, obwohl Gott ihn verbietet hat im Koran, hat er trotzdem weiter geheiratet und Nikah weitergemacht. Ja, bis er gestorben ist. Okay? Ja. Du hast vorhin gesagt, diese Kaaba ist ein Engel. Ja, dieser Stein. Der Stein. Ich weiß, was Kaaba ist. Okay. Der Stein. Ein Engel. Können Menschen Engel zerstören?
Nein. Aber Kaaba wurde oft zerstört. Richtig. Das Problem ist, die Kaaba und der Stein, es gibt eine, der sagt, La tempa wa la tadur. Das bringt nichts. Das ist, weißt du, was dieser Kaaba für mich ist? Ein Respekt. Ja. Kennst du die Surat al-Ikhlas? Lama ja. qul wallahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yulid wa lam yakul. Ja, بس شو معنى الصمت؟ شو معنى الصمت؟ صمت يعني صمت 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 مثل الكعبة مثل الكعبة so wie Kaaba Einstein der sich nicht bewegt. Richtig. Richtig? Richtig, 100%. Glaubst du an so einen Allah noch? Mahamella, ich sag dir doch, ich habe ein Problem. Ich sag dir, ich bin heute habe ich mir Kopf gemacht, also Gedanken gemacht und ich habe ein Problem. Ich sag dir ganz ehrlich. Brüder, ich bin nicht jung, aber ich habe noch nie mit so Gedanken gemacht. Ich habe gerade wegen dir so einen krassen Gänsehaut bekommen, du glaubst es nicht, Bruder. Habibi, Wallah, ich danke Gott, dass der Bruder Harut, Abu Khanjan und alle, die heute dabei waren, die diese Botschaft mitgegeben haben. Wirklich, das ist krass, was du gerade sagst. Das ist krass, das ist bei dir angekommen. Möge Allah die belohnen auch dafür. Weil Habibi, unser Ziel, und lass dir Zeit, Bruder, jetzt guck mal, nicht zwingen. Du suchst nach der Wahrheit, Bruder, lass dir Zeit, keiner soll dich zwingen. Ich bin ein Gegner von Menschen, die jeden Tag zu dir kommen, hier so und so. Nein, Bruder, lass dir Zeit, weil das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Du kannst dich informieren, Bruder, lass dir Zeit, sabr, lies, informier dich. Du kannst immer gerne reinkommen in unseren Stream, Bruder. Wir können reden miteinander normal, ohne Streitereien. Ich freue mich sogar, wenn ich mit einem Menschen wie dich rede, Habibi. Du hast Hiram, Habibi. Aras, Islam. Danke, Bruder. Darf ich kurz mit dem Bruder? Ja, Bruder, gerne. Redet weiter, Bruder. Ismail Karim, Achi? Abu Ali, Muhammad Ali. Muhammad Ali, ala rasi, wallah. Habibi, salam rasi, tscharrafna bik, hai. Habibi, guck mal, ich rede auf Deutsch, damit alle verstehen, okay? Mich klar. Ja, klar. Guck mal, ich bin auch Moslem gewesen, Sunni. Guck mal, bei uns wird gesagt, wenn man mit einer Frau schläft, ohne islamische Ehe mit ihr zu haben, und mit ihr ein Kind hat, also ohne islamische Ehe ist schon mal Sinner. Ja, richtig. Ja, und was hat zum Leben? Und dann, wenn es noch ein Kind auf die Welt kommt, das ist Ibn Haram, richtig? Ja, richtig, mir Ibn Ja, warum? Und dieser Ibn al-Haram wird niemals das Paradies sehen. Ja, genau, richtig, guck mal. Warum sollten wir... Kann ich kurz noch mal fragen? Also man sagt, dass wenn ein Kind geboren wird, ohne dass, wenn man das in einer Ehe geboren wird, dann kann dieses Kind nicht in das Paradies kommen? Ja, genau, richtig. Er hat so, das ist, also ein Bastard, das ist ja die Bezeichnung eines Bastards, Eltern, also unverheiratete Eltern, die kommen nicht ins Paradies. Adler Black, ganz kurz. Oder jetzt, ist so. Achim Muhammad Ali. Ja, Habib, tfadl. Am nahki alle an wahed bisammi halu Rasul. Khatim al-Anbiya. Ja. Hussein Bashar. Der beste Erschöpfer, die beste nach dem allem, Ganz kurz, okay, Bruder Herz? Hue, tzawaj Maria al-Qubtiyya. Ma tzawaja bis l-Islam. Hier kanat andu Jariya. Sie war eine Sklavin bei ihm. Maria al-Qubtiyya. Ja. Maria, die Koptin, die er geheiratet hat. Er hat sie nicht islamisch geheiratet. Sie war eine Sklavin von Jariya andu. Sie gehört nicht zu den Ummul Mu'minin. Und sie hat für ihn einen Sohn auf den Welt gebracht, sein Name Ibrahim. Ibrahim, Hai Sinna ibn Haram, sah? Sah. Sah. Aber ich sag dir, guck mal, das Problem bei uns, zum Beispiel wie jetzt Alkohol und Schweinefleisch, Schweinefleisch sagen wir, ist Haram, richtig? Also Alkohol, soweit ich weiß, wenn ich nach Koran gehe, ist es nur verboten, also dass du danach saufen beten gehst. Ja. Ja, das heißt, du darfst so viel trinken, aber wie Abu Bakr sagt. Du darfst so viel trinken, aber du darfst nicht besoffen sein. Wenn du besoffen wenn du Hadith richtig schließt, die sind alle besoffen, Betten gehören. Ja, das ist das. Das ist das. Ich sag dir ganz ehrlich. Okay, sag mir mal, Schweinefleisch ist verboten zu essen, richtig? Ja. Okay. Ich könnte dir auch einen Grund da geben, warum da verboten ist. So, aber wenn Allah will, der macht ein Gesetz, ich darf in dem Schweinefleisch essen. Ja. Es gibt das Schri'a. Guck mal, früher war es zum Beispiel. Die Besucher, die Muslime sind überall Bild, also Reise auf Mekka in Israel, Palästina, richtig? Der erste. Früher war doch der Kaaba war in Palästina, nicht in Saudi-Arabien, oder? Kaaba? Ja, also früher haben die Muslime da besucht. Wo hast du im Koran der Palästina gelesen? Der Rasulullah salla bil Masjid al-Haram oder bil Aqsa, ich weiß nicht genau. Ich rede jetzt so.
Ja, früher haben die alle gepilgert dahin. Die sind dahin gegangen. Bis die Juden das übernommen haben, dann haben die das verschoben nach Saudi-Arabien. Richtig? Das war schon immer da. Ah, das war schon immer da. Okay. Aber war schon immer da. Ja, okay. Gut, dann hat sich das. Aber wir ich haben will, gesagt, wir haben gesagt, es ist Samad, richtig? Ja, Samad. Richtig. Samad. Richtig. Das Problem ist, ich mit, also mit Allah seine Tashri'ah darf man dann Sachen machen, was eigentlich verboten ist. Das will ich sagen. Weißt du, was ich meine? Abu Ali, das können. Du bist, das freut mich sehr, dass du da bist. Du bist immer willkommen, was wir über Sachen reden hier. Danke. Und zwar auch, ich versuche morgen Mittag wieder um die Uhrzeit vielleicht über dieses Thema zu sprechen und oder mal kurz anzusprechen, wenigstens über diese Verbote im Islam, weil es gibt so viele Verbote, aber keiner hält sich dran. Ja, nee, das ist auch so konträr. So. Wallah, hast du recht. Hallo, ich habe heute sehr viel Gedanken gemacht und ich bin auch so in den Schluss gekommen, dass ich das ablehne. Astaghfirullah. Also das ist mein, das, was ich gemacht habe. Da habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem. Und Mariam Kopti, das habe ich erst vor 3 Wochen rausbekommen und habe das ein bisschen gelesen und geguckt und so. Und da war ich auch schockiert. Ja, und jetzt noch heute der Gespräch, ja, dann habe ich ein Problem. Ich hab noch nie so Gedanken gehabt. Ach, Muhammad, guck mal. Aber weißt du warum, Bruder? Ich sag dir warum, auch Wahid und Harut, guck mal. Manchmal, Leute, also ich bin so, ich gehe immer so vor. Es ist, ich bin nicht der Typ, wo immer Sachen vorliest und das war's. Ich möchte mit den Leuten immer sprechen. Ich möchte, dass sie verstehen. Ja? Ihr müsst immer die Moral ansprechen. Und wenn jemand zuhört und man kommt immer mit, also es geht jetzt nicht an euch, an alle allgemein, ne? Wenn man immer nur Quellen gibt, für Leute ist es so, ja okay, ja, wieder eine Quelle, ja wieder eine Quelle. Es ist sehr wichtig für den normalen Laien, der zuhört, dieses Verständliche quasi erklären, sodass jeder, wo gerade zuhört, auch wo keine Ahnung hat von dem Glauben, auch wenn er, sage ich mal, geboren ist als Muslim oder als Christ oder wie auch immer, dass es wirklich verständlich ist, auch sogar für ein Kind. Ich versuche immer mit den Menschen so zu reden, wo wirklich derjenige keine Ahnung hat, wie wenn ich mit ihm in einem Café sitze, ja, oder irgendwo, keine Ahnung, und normal spreche. Also nicht so auf einer theologischen Basis. Der Bruder hat doch gerade selber gehört, zum ersten Mal. Ja, hat er sich da mal Gedanken gemacht. Ja, wallah. Und ich habe weiter Gedanken gemacht. Da habe ich gesagt, ey, wenn so Gedanken da sind und das widerspricht alles, dann habe ich ein Problem. Da muss ich genauer gucken, subhanahu wa ta'ala, was ist los genau. Und wo bin ich? Richtig, Bruder. Das ist auch dein gutes Recht. Du machst auch nichts falsch, Bruder. Du hast wirklich wie ein normaler Mensch, mit normalem Menschenverstand einfach überlegt, hast dann gewusst, nein, damit komme ich nicht klar. Und das ist, wie gesagt, ein gutes Recht. Bruder, es gibt noch mehr Sachen, aber wie schon Harut sagte, weil er will gleich schlafen gehen, wenn du willst, Bruder Herz, du kannst morgen gerne reinkommen. Oder wenn zu viele Leute drin sind, Bruder, musst du nicht hochkommen, wegen deinen Brüdern vielleicht. Kannst auch unten bleiben und zuhören. Ja, ich habe keine Angst von den Menschen. Ich will dich nicht belasten, Bruder. Ja, ich will nicht. Ich scheiße auf alle, sorry, dass ich das sage. Ich gucke nicht auf den oder den, ich gucke auf mich. Ich sag's, ich hab's nur gut gemeint, Bruder, weil deswegen habe ich es auch heute, Harut, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, was ich gesagt habe, viele haben Angst, es zuzugeben, weißt du noch? Ja, genau. Ich hab mir auch Gedanken gemacht, ich habe gesagt, hey, die Leute kennen dich, guck mal, du bist so und du bist, Leben lang hast du Abu Bakr, Omar, Aisha, Hafsa, Hind verflucht und dies und das und dann auf einmal merkst du in deinen, der Eigen. Beste Erschöpfer, der Beste, und da ist ein Fehler drin oder der hat was gemacht, was haram ist, dann stimmt das alles nicht mehr. Genau. Ich war es nur gut gemeint, Bruder. Also wie gesagt. Habibi, danke schön. Alles nur gut gemeint, ja. Und ich noch Fragen? Ja, bitte, Abu Ali. Nochmal für alle. Ich bin nicht dumm oder ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Alhamdulillah, mein Herzen war immer nur. Ich habe noch nie das Feuer da reingelassen. Alhamdulillah. Das danke, ist das. Habibi. Eine Ehre für mich. Okay, du bist auf unser Kopf, Bruder. Habibi, bitte. Möchte jemand noch eine Frage stellen oder was sagen, weil dann will ich. Ich würde gerne noch was dazu sagen, im allgemeinen Zustand. Okay, Bruder. Ich habe mich gerade gekoppelt. Dein Internet, Bruder, wieder aus Istanbul, Bruder, aber okay. hört man mich? Ja, Bruder. Ja. Und zwar geht es darum, so, ich weiß, dass die auch viele gerade zuschauen, wir sind ja immer noch 150 Leute so,
viele Muslime unter euch, viele Juden unter euch, viele Atheisten, viele Agnostiker, viele Buddhisten, viele Hinduisten. Also es wird wahrscheinlich von allem etwas dabei sein auf dieser Welt, ne? Weil ich meine, diese Welt wurde ja erschaffen, dass wir uns auch gegenseitig kennenlernen und dass wir auch andere Kulturen und andere Nationen kennenlernen. Aber ich kann euch definitiv garantieren, es kann nur eine Erlösung geben. Es gibt nicht mehrere Götter, sodass diese Götter dann so irgendwie im Himmel miteinander kämpfen oder so. Das sind alles Science-Fiction, ja, Vorstellungen von Menschen gewesen, die halt eben das Gotteswort noch nicht erhalten haben. Und ich bitte euch einfach nur darum, wirklich, das meine ich absolut ernst, geht bitte auf die Knie heute Abend. Wenn irgendjemand zuhört, der irgendein Problem hat mit irgendetwas, bittet den Herrn, fragt einfach, Herr, wenn es dich gibt, zeige dich mir, Herr, wenn es dich gibt, dann hilf mir bitte aus meiner Situation heraus und akzeptiert auch wirklich diese Hilfe. Das muss ja auch klar sein. Du kannst ja nicht so dich auf die Knie legen und am Heucheln sein und sagen, ja, jetzt, ich mach das jetzt und dann morgen steht ein Ferrari vor der Tür oder so. So ist es ja nicht. Es ist so, dass du auf die Knie gehst, fragst, bittest und danach wirst du es morgen anpacken. Und das müssen alle von uns tun, weil wir wollen ja im Endeffekt auch alle Seelenfrieden haben. Nicht nur im Jenseits, sondern auch hier im Diesseits. Und weil wir das alle wollen, müssen wir auch was dafür tun. Und wir können nicht nur erwarten, dass wir immer Gott bitten, 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 aber nichts für Gott tun. Denn sobald wir anfangen, etwas für Gott zu tun, wird uns Gott auch etwas ermöglichen. Und das vergessen halt eben sehr viele Leute. Stimmt. Es ist sehr wichtig, dass ihr ehrlich mit euch selber seid. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch mit den Entstehungsgeschichten der einzelnen Religionen, die ja heutzutage existieren, anschaut. Es ist sehr wichtig, dass ihr ein Gottesverständnis bekommt darüber, wie der Herr Jesus Christus wirklich auch im Diesseits wirken kann. Weil ihr wisst selber, wie viele schöne Sachen der Herr Jesus Christus auf dieser Erde für uns getan hat. Ihr wisst selber, was der Herr Jesus Christus alles für uns getan hat. Und jeder, der es nicht weiß, der erkundigt sich bitte darüber. Also seid einfach ehrlich zu euch selber. Seid ehrlich zu eurem Nächsten, seid ehrlich zu euren Eltern, seid ehrlich zu eurem Parteifreund, seid ehrlich zu eurem Arbeitgeber, seid ehrlich einfach mit den Mitmenschen um euch herum und ihr werdet sehen, wie sich euer Leben verändern wird. Und diese Ehrlichkeit, die kommt vom Herrn Jesus Christus, diese Barmherzigkeit, die kommt vom Herrn Jesus Christus, diese Nächstenliebe kommt vom Herrn Jesus Christus, egal welche Religion sich auf dieser Welt zuschreibt, dass sie Nächstenliebe hat, dass sie Barmherzigkeit hat. Allah ist nicht barmherzig, Allah ist nicht Ar-Rahman. Es ist nur der Herr Jesus Christus. Schaut euch bitte die Geschichte an, was Allah erschaffen hat für euch und schaut euch an, was der Herr Jesus Christus für uns erschaffen hat. Allah ist eine Erfindung in meinen Augen von irgendeinem unmoralischen Menschen. Und das ist klar, dass das so passiert ist und dass es so gewesen ist, weil wir hätten sonst nicht so ein Unheil auf dieser Erde, der von diesem Glauben quasi aus abgeht. Und es heißt aber auch nicht nur, dass ein Glaube, der friedlich ist, automatisch der richtige Glauben ist. Das verwechselt ihr dann halt eben auch. Dann sagen ja viele, dann werde ich halt eben Buddhist. Ja, aber die Buddhisten sind nur für sich. Die Buddhisten haben keinen Missionierungsdrang. Die Buddhisten wollen nicht, dass die gesamte Erde buddhistisch wird. Die Buddhisten haben halt eben nur so diesen Drang, wir sind unter uns, ihr seid unter euch. Das ist für sie gar kein Problem. Wir Christen haben aber ein Problem damit, wenn es dem anderen nicht gut geht. Wir Christen müssen dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Wir sind dazu verpflichtet, dem anderen die Botschaft zu bringen. Und genau. Das haben halt eben die meisten Religionen nicht. Die sagen immer, wenn ihr nicht so sein wollt wie wir, dann ist das okay für uns. Dann geht ruhig weg von uns. Haltet euch von uns fern, redet nicht mit uns. Wir sagen, nein, wenn ihr nicht das Wort Gottes akzeptieren wollt, könnt ihr ruhig euren eigenen Weges gehen. Aber wir lassen uns nicht an unserer Arbeit hindern. Wir lassen uns nicht daran hindern, dass wir versuchen, jeden einzelnen Menschen auf der Erde zu helfen. Genau. Dass wir versuchen werden, auch unserem Nachbarn zu helfen, egal um was es sich dabei handelt, weil das Wort Gottes heilt, liebe Leute. Das Wort Gottes hilft uns allen auf dieser Erde. Nicht nur im Jenseits, das sage ich immer wieder, sondern auch im Diesseits. Deswegen beginnt bitte morgen schon. Amen. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne das letzte Wort Bruder Harut geben, wenn er will. Oder Wahrheit, sag du noch was? Dann ich würde auch was sagen noch. Gerne. Ali, ich wollte kurz zu Bruder Muhammad Ali sagen, danach könnt ihr das zu Ende bringen. Bruder Achi. Habib. Guck mal, dein Leben ist dein Leben. Genau. Du als Mensch hast das Recht, nach der Wahrheit für dich selber zu suchen, genau wie ich das besucht habe. Hör nicht mehr auf diese Gesangssachen. Hör nicht mehr auf diese Imame. Bei denen geht es nur ums Geld und ihre Vergnügen. Wenn du Koran durchliest, die ganzen Ahadisse, dann merkst du, es geht nur um Frauen, um Geld und um Töten. Töten. Wenn du als guter Moslem stirbst, was wird dir gegeben? 72 Jungfrauen. Warte kurz, ist da oben ein Puff für uns vorbereitet? Ist da ein Nahar mit Alkohol vorbereitet? Ist das das, was wir wollen, Bruderherz? Nein, ist das, was wir wollen? Aus Gold ist, will ich nicht haben. Bruder, wir leben einmal, wir heiraten einmal und wir sterben einmal. Mehr wollen wir nicht. Mehr wollen wir nicht. Ja, die eine Frage, ja. Die Hurriya. Ja. Wie sehen die aus? Die sagen, die sehen wie meine Frau aus in 70 Mal. Stimmt das so? Große Augen, weißt du, habe ich gehört. Große Brüste. Weißt du, ganz kurz, Adler. Bruder, ich lebe mit dieser Frau in meinem Leben. Und dann komme ich in Paradies und dann kriege ich
dasselbe, aber in 70 verschiedene Schönheit oder so. Keine Ahnung. Wenn du alleine dir das Paradies einmal vorstellst, wirst du deine Augen zumachen und sagen, oh Gott, das will ich nicht haben. Ja, Allah. Weißt du, Männern, Hadithe, wenn du nach Paradies schaust und liest, dann wirst du merken, dass der Schlauch eines Mannes zwischen 16 bis 40 Meter groß ist. Ich will mal sehen, wie ein Moslem, der in Paradies ankommt, so ein Ding in seinen Arsch kriegt, wie er sich fühlt. Ja. Such für dich selber nach der Wahrheit. Du bist kein dummer Mensch, du bist ein sehr intelligenter Mensch, du kannst lesen, schreiben. Ja. Ja. Ich wünsche dir und deiner Familie alles gut. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh, dass es bei dir angekommen ist. Alhamdulillah, der gesunde. Ich wünsche euch allen schönen Abend. Habibi, dir auch und euch auch alle. Dankeschön, Dankeschön. Habibi. Also, Hanja, willst du noch was sagen, mein Lieber? Okay. Ich möchte, dass du sprichst, Bruderherz, das letzte Wort. Okay, Lieben. Ich habe nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich möchte mich bedanken für jeden, der hier dabei war. Habibi. Und jeden Tag uns unterstützt. Wallah, wir danken dir. Abu Ali, Habibi. Danke dir, mein Lieber, dass du ehrlich bist und dich geöffnet hast. Das ist sehr lobenswert und auch für. Wollen wir für dich beten, für jeden beten hier im Stream. Amen. Und wir wollen sagen, die Bibel ist wie Honig. Das heißt, wir müssen nicht nur daran schmecken, wir müssen es wirklich sinnbildlich schlucken. Es muss in uns reingehen, das Wort Gottes. Und im Wort Gottes steht geschrieben, es gibt nur einen Namen, in dem wir ewiges Leben haben. Ja. Das ist der Herr Jesus Christus. Mit diesen Worten möchte ich mich bedanken, Habibi, und euch segnen, und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns morgen in aller Frische wiedersehen. Inshallah. Wie viel Uhr Habibi. Morgen? Amen, inshallah. Morgen wie viel Uhr? So Gott will, wahrscheinlich wieder ab 11, 12 Uhr spätestens. Ja, inshallah. Inshallah. Das Problem ist, hallo, ich habe mich jetzt seit heute richtig damit, und ich werde mich richtig damit beschäftigen, macht das. Weil ich habe viel Zeit auch verloren, und dann werde ich, wie gesagt, auch mit überzeugen kommen, dass ich wirklich, absolut. Genau, das ist es. Und damit kann ich auch gut, mir geht's besser. Wallah, mir geht's besser. Glaube ich dir, Bruder. Mit das alles, ich hatte nur Feind und Kuffer und Lahn falsch, und das ist das Problem. Inshallah, Herr. Khair, Bruder. Habib. Gott sei Dank. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch Gottes Segen. Schlaft gut. Der Herr Jesus Christus ist Sieger. Gott segne euch, ihr Lieben. Amen, Bruder. Bis bald. Danke. Bis morgen, so Gott will. Wunderschönen, gesegneten Tag geben. Habib. Gute Nacht an alle Geschwister. Gute Nacht. Gute Nacht, Ubu. Gott segne euch. Euch auch. Im ersten Punkt. Wenn du etwas zu sagen, mach deine Kamera an und zeig mir das auf Griechisch, den ganzen Satzbau. Also, ich dachte erstmal, der andere Bruder macht das hier rein. Und zweite Sache ist, der Herr segne dich, mein Lieber. Alles klar. Ciao. Gute Nacht, Bruder. Shalom. Trotzdem, ich wollte nochmal ganz kurz meinen Punkt zu Ende führen. Dann würde, nach seiner Argumentation, würde dann der. Im ersten Korintherbrief, glaube ich, steht das drinne. Ich bin mir nicht gerade sicher, welches Kapitel, aber da sagt der Apostel Paulus auch genau das Gleiche. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen, da steht wieder auch Wissen, als Jesus den gekreuzigten. Damit macht er klar, er wusste mehr, aber er hat sich nicht vorgenommen, er hat sich nur vorgenommen, das zu wissen, was er sagen wollte dort. Und deswegen macht dieses Wort Aido auch in dem Kontext Sinn. Das haben Theologen bestätigt. Und deswegen, so wenn er sagt, Roger Dibi hat es in seiner Versammlung anders gesagt. Welche Aido sagst du? Was ist diese Aido, was du sagst jetzt die ganze Zeit? Verstehe ich nicht. Ich lese jetzt auf Griechisch. Γιατινημέρα εκείνη όμως και την ώρα δεν γνωρίζει κανένας ούτε οι άγγελοι των ουρανών παρά ο πατέρας μου μόνος. Για την ημέρα εκείνη φυτετάκτιζεν όμως και την ώρα ούτε τσάιτ δεν γνωρίζει, γνωρίζει, heißt, δεν γνωρίζω, ich weiß es nicht, ich erkenne das, ich verstehe das nicht, κανένας, ούτε οι άγγελοι, nicht mal die Engel in Himmel, nur der Vater, nur allein.
Diese Einuss, ich bin Grieche und ich verstehe dieses Wort. Was bedeutet dieses Wort eigentlich? Kenne ich nicht so in Griechisch. Welches griechisches Wort steht für Wissen? Diese, wo du immer zitierst, Einun. Was ist diese Einun? Ich sag dir so, es ist meine griechische Aussprache, ist nicht die beste. Weißt du, ich habe nicht Theologie studiert. Ja, sagst du mir bitte, was das bedeutet? Was ist das griechische Wort in diesem Satz? Was ist das griechische Wort in diesem Satz für Wissen? Gnorizo. Was? Gnosis kommt von Gnorizo und Wissen, von Gnostik. Gnorizo. Warte, das Wort kann da gar nicht drinstehen. Ich habe dir gelesen, mein Freund. Matthäus 24, 36. Ja, die Nimere, Kini, Omos, Ketinora, wenn Gnorizi Kanenas. Soll ich in der Lineal und die Altgriechisch rausholen und lesen wir zusammen? Kann man auch machen, habe ich mit Daniel auch gemacht. Meiner Meinung nach steht da ganz klar drin, in Matthäus ganz klar Eido drin. Die Aussprache Gnorizi. Es ist aber ganz klar Eido. Und da steht nicht, du hast gerade Agnosis. Wo ist Eido? Wo? In welche Übersetzung? Zeigst du mir bitte, welche Bibelvers? Matthäus 24, 36 steht kein Eido, keine. Nix. Gnorizi. Gnorizi bedeutet Wissen. Welches Wort steht dort für Wissen? Nur das Wort Gnorizo, habe ich dir 3-4 Mal gesagt jetzt, aber du bist stur, merke ich. Das steht da nicht drin im Urtext. Geh in den Urtext rein. Ich will den Urtext. Okay, gehen wir zusammen, okay? Ja, dann gehen in den Urtext. Okay. Du hast eine Übersetzung dann. Du hast nicht den Urtext vor dir. Ich habe Vamvas, eine von den besten griechischen Übersetzungen, ja, aber wir gehen auf den Urtext. Ja. Bibel. Guck mal, alle im Chat sagen, es ist Eido. Also ganz klar, im Urtext ist es Eido drin. Das liegt an deiner Übersetzung. Du hast nicht den Urtext vor dir. Im Urtext steht Eido drin. Ja, Euden, Eido, keine Ahnung. Meine Aussprache ist falsch wahrscheinlich. Ich bin kein Grieche, tut mir leid. Aber das Wort heißt Eido, Euden oder wie man es auch mal nennen will. Im Urtext steht es drin. Kannst du auch gerne mal csv.bibel aufschlagen, dann Matthäus, und dann wird der Urtext dir angezeigt. Wo kann man Urtext lesen? csv.bibel, da wird dann mit der Elberfelder, kannst du die, also wird, steht halt alles in Elberfelder, aber du kannst die einzelnen Wörter anklicken oder du gehst auf bibelhub.de. Hast du, Janis, den Urtext? Warte, ich weiß nicht jetzt, wo meine. Warte. Ich kann auch gerne meinen PC anmachen, es dauert dann aber so eine Minute. Dann ja, ich habe das auch gehabt, in den Linear. Warte, haben wir letztes Mal mit. Aber den Urtext? In den Linearbibel, ja, jetzt habe ich in den Tablet, die Altgriechische. Und wieder Luca, ich glaube, ja, der eine jetzt wollte auch hoch mit dem Kreuz. Matthäus, jetzt habe ich es gefunden. Deswegen habe ich ein Tablet gehabt. Also wenn du den hochholen könntest, Matthäus 24. Ja. Wissen. Vers 26. Wissen, Euden ist das Wort, Bruder, ja? Es ist Euden. Hundertprozentig Urtext des Dings. Ja, wenn jemand rein will, dann soll er Anfrage senden. Also. Aber 36. Er hat gesagt, er hat eigentlich Anfrage geschickt. Er meinte, hol hoch. 36. Ja, keine Anfrage. Alles gut, Bruder. Wer segne dich? Schauen wir mal, auf die Altgriechische habe ich dann noch nie gelesen. Schauen wir mal. Beride. Της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς είδεν ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ουδέ ο Υιός ημί ο Πατήρ. Μόνος ο στεργάρ η ημέρα ναι. Περί δε της ημέρας εκείνη. Είπα τίζε τάκ. Και ώρας ον στούντε ουδείς νίμαντ
Eden hast du gesagt. Eden heißt gesehen. Ja, Mann, ich habe doch gesagt gesehen. Gesehen verkünden. Das Eden. Ist ah, Eden. Ja. Eden. Eden bedeutet gesehen, ja, geschaut. Und ja, kann man auch das Wurzelwort auch weiß rausholen. Ives. Ja, aber jetzt ganz kurz, jetzt lass ich mal einen Punkt einbringen. Aber das Wort dafür bedeutet